Endlich ist es soweit! Fabledom gibt's auch für die Konsolen, für die Xbox, für die PlayStation und sogar für die Switch. Ist ein perfektes Switch-Spiel, wie ich finde. Ich habe es ja auf PC schon gespielt, hier mit euch zusammen, und mochte das sehr. Und ich finde tatsächlich ein perfektes Spiel für die Switch, für unterwegs, für lange Bahnfahrten, für den Urlaub, wann auch immer. Und wir werden das heute auf der PlayStation einmal gemeinsam testen. Ich freue mich sehr darauf. Das Ganze ist eine Kooperation mit Dear Villagers. Und die mich eingeladen haben, ja, einfach das auf der Konsole mal zu testen. Als alter PC-Veteran dieses Spiels. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Das ist natürlich optimiert, ne? Für die Konsole. Und es gibt nicht so viele Aufbauspiele. Deswegen, also für Konsole. Bin ich sehr gespannt. Wir gehen mal direkt rein hier. Machen wir mal ein neues Spiel. Mein Controller ist einfach in der Zwischenzeit am Ausgang. So. Machen wir ein neues Spiel. Ist der Sound laut genug für euch? Ja, ne? Wenn nicht, müsst ihr meckern. Dann sagt ihr Bescheid. So. Wir können uns zu Beginn erstmal aussuchen, wollen wir das normale Spiel spielen oder wollen wir den Kreativmodus? Der Kreativmodus ist klar, ne? Alles ist freigeschaltet, man muss nicht großartig wirtschaften oder sonstige Dinge beachten, sondern kann dann einfach ein Dorf bauen, was wunderschön ist. Wir machen natürlich den normalen Modus, wir wollen euch ja das Spiel so zeigen. Dann können wir uns jetzt hier ein Königreich aussuchen und ihr seht rechts oben die Information, wie groß es ist, wie viel Berge es gibt, wie viel Ozean und wie viel Wald. Wir haben zum Beispiel hier unten, ganz unten links, Jan. Großes Reich, wenig Berge, großen Ozean und dichten Wald. Und hier sehen wir da rechts zum Beispiel bei Trebanor viele Berge, normalen Wald. Also sucht euch irgendwas aus. Ich glaube, wir gehen mal nach da unten, oder? Zum Jahren. Finde ich ganz gut. Viel Wald, viel Platz, viel Ozean. Das gefällt mir. Wir nehmen mal das hier. Und pass auf, Leute. Jetzt können wir uns gleich, also erstmal können wir uns hier aussuchen, sind wir Prinz, Prinzessin oder Hoheit? Bleiben wir mal dabei. Ich suche nach Prinzessin. Bleiben wir dabei. Wir nehmen einen schönen Namen an. Und zwar, erstmal löschen hier. Ja, ist natürlich Wilbald, ist ja klar. Warum das jetzt noch nicht in der Auswahl oben erscheint, weiß ich nicht. So, Wilbald. So, und jetzt, ich habe das eben schon mal vorbereitet. Pass auf, kann man das Wappen bearbeiten? Und ich habe mir hier schon mal ein HSV-Wappen gebaut. Ihr könnt euch natürlich ein eigenes Wappen bauen. Erstmal die Grundform aussuchen. Und wir bleiben natürlich bei der Raute. Ich habe es ehrlich gesagt nur für Ansuil gemacht. Und ich habe in der Mitte so eine Welle, ne? Das ist sowas Hanseatisches. Man kann auch eine Brücke nehmen. Brücke verbindet. Hamburg ist die Stadt mit den meisten Brücken. Der Oktopus hier, so einen schönen, vielarmigen Oktopus. Auch ein schönes Wappen, finde ich. Auch sehr maritim. Das weinende Auge kennt man auch. Als Hamburger ist man das gewohnt. Oh, die Spinne. Der gute alte Totenkopf. Oh, da gibt es einige. Das sieht irgendwie ganz lustig aus. Den Rittersmann-Kopf. Aber ich bleib mal jetzt bei diesem maritimen. Wir nehmen die Brücke, finde ich. Das passt gut zu Hamburg. Wir nehmen die Brücke und sind jetzt fein damit. Bestätigen das. So. Ansel reagiert sehr schön. So, let's go. Jetzt hören wir uns erstmal ein bisschen was zur Geschichte an. Once upon a time it goes, a story told of love and woes, when all the kings and queens of yore sent forth their children to explore. New lands of plenty, fields and trees, fertile, yielding, birds and bees. It's your turn,
Prince or Princess you? Discover, conquer, daring do. Remember, friend, 'tis not just sword that makes one lady or a lord. To build a kingdom, 'tis an art. Ein bisschen lauter. But don't neglect your spirit's heart. Through love or war, these lands ignited shall ever after be united. Now go. Be kind, be cruel, be scrappy. Be cruel! And make your ever after happy. So machen wir das. So. Das ist so eine kleine, süße, märchenhafte Einführung und das Spiel ist wirklich märchenhaft. Und es ist ein ernstzunehmendes Aufbauspiel. Ladezeiten sind natürlich auf der PlayStation vielleicht ein bisschen länger als auf dem PC, aber nichts, was einen großartig um den Verstand bringen würde. Worum handelt es sich bei dem Spiel? Also es ist ein klassisches Städteaufbauspiel, wie es auf dem PC viele gibt, aber es hat, finde ich, einen ganz eigenen Stil entwickelt und es ist vor allem eins von sehr wenigen Aufbauspielen auf der Konsole. Das ist ja ein Genre, was da einfach traditionsgemäß nicht so groß vorhanden ist. Wir bauen uns eine Stadt auf mit Wirtschaft, mit Häusern natürlich. Dann ziehen da Menschen ein, die müssen Nahrung produzieren und konsumieren. Wir müssen die Attraktivität der Siedlung im Auge behalten, damit wir zum einen unsere eigenen Leute glücklich machen, aber zum anderen auch andere Menschen anziehen, die sich dann bei uns niederlassen, damit wir mehr Leute zur Verfügung haben, die dann wiederum die Gebäude bestellen. Ich habe jetzt mal das Tutorial angelassen und wir gucken uns das einmal so an. Mit dem rechten Stick kann ich die Kamera bewegen. Also da kippe ich so die Kamera. Dann können wir mit LT rauszoomen. Machen wir mal. Das hier ist unsere Parzelle sozusagen. Aber wir können uns im Laufe der Zeit auch noch vergrößern. Jetzt haben wir ein schönes, flaches Stück Land. Hier haben wir viel Gewässer auch. Und vor allem richtig schön einfach flache Wiese. Flaches Weideland. Wo wir jetzt richtig schön uns ausbreiten können. So, beim Tutorial ist es jetzt noch so, dass wir, wenn wir das alles gemacht haben, was da von uns verlangt wird, dann können wir einmal hier ein bisschen Geld für bekommen. Was mir sehr recht ist, denn Geld ist eine wichtige Ressource auch in diesem Spiel. So, es wird immer ganz spaßig erzählt. Wir sehen hier, das ist alles in so Raster unterteilt. Und jetzt können wir erstmal einen Weg bauen, anhand dessen wir dann die Gebäude ausrichten. Also wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir ziehen einfach auch mal einen, können jetzt quasi einmal schon mal komplett so rumziehen. Will das Spiel aber noch gar nicht von uns. Es kostet leider halt auch Geld, ne? Deswegen sollte ich jetzt nicht alles auf einmal machen. So, machen wir erstmal eine Linie, an der wir uns also ein bisschen ausrichten. Und dann möchte das Spiel, dass wir eine Arbeiterhütte bauen. Das machen wir natürlich total gerne. Das haben wir hier, die Arbeiterhütte. Und da müssen dann Leute rein, die sind dann dafür zuständig, dass sie Gebäude bauen. Also alles, was wir dann gleich in Auftrag geben, das ist deren Job, das sozusagen zu errichten. Wir können das hier direkt neben den Ressourcenkarren bauen eigentlich. Machen das nach oben. So, jetzt wird das gebaut. Und wir müssen jetzt gleichzeitig gucken, dass wir der Arbeiterhütte. So, jetzt sind wir hier drin. Da noch Arbeiter zuweisen. Und zwar hier über das Plus-Symbol. Und da haben wir jetzt Ian Nielsen. Die haben halt auch Namen und so, ne? Das ist ganz süß. Und auch noch einen zweiten rein. John Chavez. Die sind Zwillingsbrüder. Ian Nielsen und John Chavez. Wobei John Chavez hat geheiratet. Und der ist eigentlich auch ein geborener Nielsen. Aber er hat den Namen seiner Frau angenommen. So, das sind jetzt unsere Arbeiter. Und jetzt haben wir alles gemacht, was das Tutorial für den Moment für uns will. Deswegen können wir hier wieder was beanspruchen. Jetzt geht's hier los mit Gehöften. So, Gehöfte sind erstmal so ganz standardmäßige Bauernhütten.
Die machen wir mal hier, das ist das Gehöft. So. Die können wir hier auch hier mal hinsetzen. Da ist die Straße, wir können das Haus auch drehen. Da, wo diese grüne Träne ist, da ist unser Eingang. Und jetzt können wir hier ein Gebiet definieren, wo noch weitere Anbauten hinzugefügt werden können. Dazu halten wir jetzt hier mal so gedrückt. Und man kann das auch ein bisschen größer machen oder man kann das vielleicht sogar... Also geht's nicht. Aber so machen wir es. Und ihr seht ja diese blauen Punkte. Jetzt können wir da Anbauten machen. Und das geht entweder so, dass wir das manuell machen. Hier diese, das sind diese Erweiterungen. Oder dass wir das automatisiert machen. Die haben durchaus unterschiedliche Eigenschaften, diese Erweiterungen. Manche geben einem Nahrung. Ihr seht hier zum Beispiel so einen Apfelbaum oder einen Hühnerstall. Damit können wir die Nahrungsproduktion erhöhen. Es gibt aber auch Zusätze, die die Gegend attraktiver machen. Und das kann auch schon mal sehr sinnvoll sein, dass man so ein bisschen, ja, einfach das ein bisschen wohnlicher alles gestaltet. So, dafür brauchen wir 15 Holz. Sagen wir mal, ja, let's go for it. Bauen wir das mal. Bam. So, jetzt wird es hier errichtet. Und jetzt kommen diese beiden Freunde da. Ihr seht das jetzt da unten. Wir zoomen mal ein bisschen rein. Die holen jetzt hier aus diesem Karren die benötigten Holzteile und bauen jetzt hier in aller Gemütlichkeit Jorge und John, oder wie sie heißen, bauen jetzt hier das Haus fertig. Guck mal, das sind hier die anderen Freunde. Während wir das bauen, können wir uns mal ganz kurz oben die Leiste angucken. Die Zufriedenheit ist bei 40, nicht so gut. Wir haben 4 Leute bei uns, die hier leben offensichtlich. Sind das hier noch die beiden Frauen. Und dann haben wir halt die beiden Herren, die jetzt hier... Sehr gut. This is where your fablings live and eat. A head of household is required for the homestead to operate smoothly. Now, make sure one has been assigned, won't you? Genau. Also wir müssen immer einen Familienoberhauptvogel bestimmen. Und hier sind nochmal die Erweiterungen des Hauses. Und da sind jetzt aber auch schon Leute drin. Das ist sehr gut. Und dieses Familienoberhaupt, das kümmert sich dann um alle Belange. Wir können jetzt hier schon mal wieder 10 Euro machen. Aber wir bauen direkt ein zweites Gehöft. So, dann können wir uns schon mal überlegen, wie wollen wir vorgehen, so architektonisch. Machen wir nochmal ein zweites Gehöft. Am besten ist, wenn man das so macht. Hier kommt das hin. Und dann ziehen wir das wieder so. Bam. Jetzt haben wir hier eine Toilette, ein Plumpsklo. Und was ist das zweite? Weiß ich gerade gar nicht. Das kann man jetzt... Genau, jetzt ist es Zufallauswahl. Da kann ich es ausschalten. Und jetzt kann ich hier eigentlich auch manuell... gucken wir uns mal an, was es hier genau gibt. Wäscheleine plus 3 Attraktivität. Hundehütte plus 3 Attraktivität. Plumpsklo, warum auch immer auch. Plus 3 Attraktivität. So, dann haben wir das kleine Gewächshaus. Damit bekommen wir pro Tag ein Hoferzeugnis. Außer im Winter, da wächst natürlich nichts. Dann haben wir hier Hühnerstall. Kostet 10 Gold. Also, ich glaube, die kosten alle 10 Gold. Dann haben wir den Apfelbaum und wir haben den Bienenstock. Die produzieren alle nichts im Winter. Aber das kleine, nee, was haben wir da? Der Hühnerstall produziert natürlich ganzjährig was. Wir lassen es mal jetzt kurz auf Auto und gehen mal auf Kaufen. Und jetzt kommen hier die beiden Freunde wieder, schleppen das Holz hin und bauen auch unsere zweite Hütte. Und dann kommen hoffentlich auch neue Leute noch. Wir können das Spiel auch ein bisschen beschleunigen, jetzt gerade in der Phase. Wenn wir da oben in der Mitte einmal auf den Namen unserer Siedlung gehen, dann können wir hier die bis zu dreifache Geschwindigkeit, wir sehen, jetzt geben sie ein bisschen Gas und bauen hier einfach gemütlich unser Haus. So, jetzt machen wir wieder auf normal und fertig. So, das zweite Gehöft. Jetzt seht ihr natürlich diesen Wassertropfen da, der uns sagen möchte, ey, was geht hier ab? Wir brauchen einen Brunnen. Das heißt, wir gehen hier wieder auf das Baumenü und auf den Brunnen. So, und bauen jetzt mal irgendwo den Brunnen. Wir müssen aufpassen. Hier sehen wir das, welchen Radius der Brunnen hat.
So wären die beiden Häuser gut abgedeckt. Wenn ich jetzt weiter nach links gehe, würde das irgendwann das zweite Haus nicht mehr bedient werden. Das wollen wir natürlich nicht. Und wir können das vielleicht, finde ich, ganz gut hier neben die Arbeiterhütte bauen. Das, den Brunnen. Den haben wir nach rechts noch sehr viel Platz. Und dann steht das, finde ich, ganz gut zentral. So, jetzt wird der Brunnen gebaut. Das ist das gleiche Spielchen. Komm, wir können ja mal ein bisschen beschleunigen. Das ist so putzig. Oh, wir haben 16 Münzen gerade bekommen. So, jetzt wird der Brunnen errichtet. Brunnen ist fertig. Und jetzt verschwinden diese Wassertropfen über den Häusern, weil dieses Bedürfnis jetzt gestillt ist. Und jetzt müssen wir darauf warten, dass neue Leute kommen, die sich hier ansiedeln wollen. Und da sind sie schon. Hier kommen unsere ersten Newcomer. As long as you keep your population happy, more will want to join. So sieht's aus. Room, of course. Genau. Welcome. So, zack, da können wir jetzt einmal draufklicken. Und die haben jetzt willkommen geheißen. Und jetzt haben wir 6 Leute bei uns in der Siedlung. Und die haben alle ein Haus. Wenn wir mal... Achso, jetzt können wir erstmal unser Geld beanspruchen hier, glaube ich, ne? Jetzt sind wir noch auf Pause. Das wollen wir nicht. So. So, jetzt beanspruchen wir erstmal unser Geld. Dankeschön. So, da sind 3 drin. Und da sind auch 3 drin. Jeweils 2 Männer und 1 Frau. Da sehen wir, wer noch drin ist. Ian und John. Familienoberhaupt ist Audrey Lopez. Also die Frau sagt hier, wo es lang geht. Und dann haben wir noch das hier. Da gucken wir uns auch mal an, wer hier so wohnt. Ian Nielsen. John Chavez und Audrey... Nee, warte mal, das ist ja das Gleiche. Huh? Das Gleiche von eben. Warte mal. Ah, das ist... Da sind 3 Frauen drin. Oh, Maya Ward, Sophia Gonzalez und Juan Myers. Alles klar. So, wir bauen jetzt als nächstes einen Bauernhof. Wir müssen uns mal kurz überlegen, wo wir den Bauernhof hinbauen wollen. Vielleicht hier oben, hier rechts könnten wir vielleicht noch einfach weitere Hütten bauen. Da haben wir den Radius des Brunnens auch. Warum nicht einfach hier hingehen? Dann könnten wir sagen, wir fangen mal an, noch einen Weg hier hochzuziehen. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Ah ja, doch, alles gut. So, ein Weg. Jetzt gucken wir mal auf dem Baumenü. Hier ist der Bauernhof. So, den könnten wir jetzt hier oben hinsetzen. Zum Beispiel hier. Da wäre der Eingang. Platzieren wir mal. Und auch da gibt es diese Erweiterung. Da haben wir Gemüse. Ja. Oder? Kürbis. Können wir anpflanzen? Eine Rübe? Blumenkohl? Möhren? Ah, einfach leckeres Gemüse. Die sind alle nach 14 bis 16 Tagen ausgereift, erntefähig. Was wollen wir machen? Ich finde Blumenkohl ist schmackhaft. Den guten Blumenkohl. Und dann können wir jetzt hier quasi das Feld so anlegen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel Feld die jetzt bestellen können. 30 Gemüsepflanzen sollen wir pflanzen. Warte. Wir machen mal zack. Ne, ich wollte eigentlich... Ne, noch einen nach oben. Warte, wir machen nochmal neu. Zack, und dann, ja, machen wir das. Blumenkohl. Und dann könnten wir so. Ich hoffe mal, das passt jetzt. Okay. Das will ich so haben. Dann müssen wir nochmal rüber. Ja.
So, jetzt muss ich noch bauen. Zack, jetzt. Jetzt wird hier erstmal der Baum gefällt und jetzt wird der Bauernhof errichtet. Wir müssen aber auch dann natürlich einen Bauern zuweisen, der dann verantwortlich ist. Und wir können vielleicht in der Zwischenzeit nochmal einen kleinen Weg errichten. Und zwar hier so. Bis da. So. Bup, 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 bup. Jetzt gehen die los. Wir benötigen natürlich jetzt so langsam auch nochmal wieder ein neues Haus, wo Leute wohnen können. Und das heißt, wir können entweder... Ah ja, guck mal, hier gibt es noch die anderen Sachen. Gehöft, Arbeiterhütte haben wir schon, das ist der Bauernhof, dann kommt das Holzfällerlager, was... ich warte jetzt mal das Tutorial ab, aber das müssen wir natürlich auch noch bauen. Dann haben wir hier diese Verschönerungselemente, die halt die Attraktivität steigern können, was auch nicht unwichtig ist. Aber wir warten mal kurz mit der Holzfällerhütte noch, bis das Spiel mir sagt, ich soll das machen. Aber ich finde, was wir schon mal machen könnten, wäre ein weiteres Gehöft bauen. Und da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir bauen hier einfach rein oder wir machen da noch einen Zwischenweg und gehen nach hier und würden dann... Aber ich finde, drei kann man ruhig machen. Komm, wir bauen hier ein und machen genauso, zack. Und finde ich gut. Und dann bauen wir das. So. Aber das hat natürlich Priorität. So, jetzt haben wir hier erstmal einige offene Bauaufträge. Die müssen jetzt erstmal erledigt werden. So, da kommen sie, die beiden fleißigen Boys, und bauen hier erstmal unseren Bauernhof. Ich hoffe mal, die Anzahl der Felder, die ich gemacht habe, ist... Ich habe, warte mal, 12 von 30... Ich glaube, ich sollte sogar noch mehr machen. Ich glaube, dass das sogar zu wenig sind, was ich hier gemacht habe. Warte, lass mich mal gucken. Die Frage ist, ob ich nur dieselben noch nehme. Ja, ich habe zu wenig gemacht. Ich habe zu wenig gemacht. Warte mal, Gemüse. Oh, kann ich jetzt im Nachhinein das noch... Das sind eigentlich zu wenig. Ich war mir nicht sicher, wie viele Felder ein Bauernhof bewirtschaften kann. Aber offensichtlich... Oh nein, warte, warte, nicht Besucher abweisen. 2 von 2 wollen bleiben. Nein, die reisen gleich ab. Ist das... Vielleicht muss ich das Haus noch fertig bekommen. Warte, das hat Priorität. Das hier... Dürfen die jetzt bleiben? Ich will die nicht abweisen. Da. Willkommen. Ne, beide. Beide. Da, zack. Oh, das war knapp. So, die werden fast wieder abgereist. Jetzt haben wir neue Leute willkommen geheißen. Perfekt. Die können jetzt direkt sich dort ein Zuhause bauen. So, jetzt würde ich gerne... Erstmal raus... Schauen, ob ich jetzt hier noch nachrüsten kann. So, Erweiterung, Gemüse, Blumenkohl, ja. So, jetzt, wir haben jetzt 12 von 30. Ja, das sind 12 Felder, das heißt, wir können noch wesentlich mehr bauen. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt... Das sind nochmal weitere 12. Das heißt, wir sind bei 24. Und dann machen wir einfach hier noch 4. Oder hier. Ne, so. Zack. Jetzt haben wir natürlich 2, ne? Ah, ist jetzt nicht so schön. Dann machen wir so. Okay. Jetzt haben wir 30. Hat doch funktioniert. Jetzt müssen wir natürlich auch noch jemanden zuweisen, der da arbeitet. Das machen wir hier. Bei Arbeiter verwalten. Und wir haben jetzt hier 3 arbeitslose Leute. Das heißt, wir können uns jemanden auswählen. Dann sagen wir zum Beispiel, Sophia soll da drin arbeiten. Und wir könnten sogar 2 Leute darin arbeiten lassen, soweit ich weiß. So sieht's aus. Jetzt könnten wir noch sagen, die beiden machen das. Jetzt haben wir noch eine arbeitslose Person. Und wir dürfen unsere Belohnung einsammeln.
So, als nächstes Ziel haben wir, verdiene 200 Gold mit Steuergeldern. Ja, da kommen ja regelmäßig Steuergelder rein. Und jetzt können wir uns um Holzfäller kümmern. Oh, schaut mal da oben. Wir können wieder Leute willkommen heißen. Wir brauchen neue Bauernhäuser. Das heißt, mal ganz schnell bauen. So fix geht das hier. Ein neues Gehöft errichten. Da ist der Eingang. Und auch hier sollen wir wieder ein bisschen Platz lassen. Zack. Und dann bauen wir das. In der Hoffnung, dass wir dann, wenn das hier fertig wird, genug Platz haben für alle Leute. Derzeit können wir nur einen. Wir wollen ja beide. Müssen wir mal kurz gucken, wann die abhauen. Wenn wir jetzt das Haus noch rechtzeitig fertig kriegen, müssten wir eigentlich beide hier ansiedeln können. Das heißt, man muss immer ein Auge drauf haben, dass wir genug Häuser besitzen. Sonst hauen die irgendwann ab, weil die beleidigt sind. Das kann ich auch verstehen. So. Die beiden sind super fleißig, die beiden Arbeiter. Oh, hier wird schon gesät, schau mal. Großartig. So, das ist jeden Moment fertig. Und sobald das fertig ist, wird sich das da oben verändern. So sieht's aus. Und jetzt können wir beide 2 von 2 Besucher bekommen. Oh, geil, Meilenstein erreicht. Ach du liebe Güte, so viele mutige Fabelinge haben schon ihr Leben in unsere Hände gelegt, dass wir uns als Örtchen bezeichnen können. Von nun an rechnet eure Familie mit regelmäßigen Zahlungen in Höhe von 0 Münzen an die Familienkasse. Okay. Belohnung, 50 Münzen. Taverne. Ah, guck mal. Ihr könnt jetzt eine Taverne bauen, Steinlager, Kohlemeiler und Getreidespeicher und einen Förster. Ja. Dann werden wir jetzt zusehen, dass wir uns hier mal ein Gebiet suchen, wo wir am besten eine Holzfällerhütte errichten. Und das scheint ja hier eigentlich ein ganz guter Ort zu sein. Dann bauen wir als allererstes mal eine Straße. Und ich würde sagen so. Und dann ziehen wir die hier so runter. So, dann haben wir jetzt hier einmal so einen kleinen Kreisverkehr. Und hier oben muss natürlich dann das Holzfällerhütchen hin. Wobei ich befürchte, dass wir damit die Gegend so ein bisschen hässlicher machen, oder? Ah, es geht. So. Hier sehen wir den Radius, in dem der abbaut. Hier ist ja eigentlich ein ganz schönes Gebiet. Dann bauen wir den hier hin. So. Bam. Bauen Sie das. 25 Gold. Und dann müssen wir natürlich auch noch direkt einen Förster daneben setzen. Haben wir nicht schon noch einen Förster? Oh, warte. Haben wir nicht, oder ist das dasselbe Gebäude? Und ich kann... Nee. Müssen wir natürlich erstmal wieder jemanden reinsetzen, der da drin arbeitet. So, einer reicht erstmal. So, der müssen wir gleich nochmal gucken, dass wir auch einen Förster bauen können, sonst hackt er einfach nur den Wald ab. So, wir können jetzt Dekorationen bauen. Mit Dekorationen können wir, wie gesagt, den Ort einfach ein bisschen verschönern, damit er an Attraktivität gewinnt, und das sollten wir dann dementsprechend auch mal machen. Das hier, das ist das Lager, das wird abgebaut, sobald alle Rohstoffe hier wegtransportiert worden sind. Das heißt, hier können wir in Zukunft auch noch ein weiteres Gebäude dann direkt an den Brunnen setzen. Und dann, wenn wir es jetzt symmetrisch halten wollen, wäre also hier das nächste Gebäude, wenn das irgend... Obwohl, nee, hier ist die Arbeiterhütte. Ah, wir könnten das zwar reinsetzen, hätten dann aber hier einen etwas kleineren Garten. Ist vielleicht zu verschmerzen. Dann könnten wir hier auch eins hinsetzen und hätten ebenfalls einen etwas kleineren Garten. Ist ja vielleicht zu verschmerzen. Jetzt können wir mal gucken, wenn wir mal so ein Gehöft anschauen.
Attraktivität insgesamt 3. Ist jetzt noch nicht groß negativ beeinflusst durch irgendwas. Aber wir können trotzdem mal in die Dekoration rein und wir sagen mal, was bauen wir denn mal Schönes? Ein kleines Bäumchen oder hier so ein Holzbankpaar finde ich ja ganz charmant, ne? Muss auf Straße platziert werden. Ach, guck mal. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. So, jetzt müssen wir erstmal oben wieder unsere Besucher willkommen heißen. Sehr gut. Und sehen gleich wieder die Notwendigkeit, ein neues Haus zu bauen. Das machen wir einfach hier. Baumenü und neues Gehöft. Das drehen wir mal. Warte. So. Und machen hier die Hofdinger. Bauen das jetzt. Und dann gehen wir nochmal zurück zur Straße. Und verbinden das Ganze noch. Muss ja am Straßennetz angeschlossen sein. So, dann haben wir da das nächste Haus. Oh, wir haben Post. Guck mal da. Ein Brief. Von Farrah. Was schreibt sie denn? Heil, neuer Spieler. Wahrhaftig, wir leben in den aufregendsten Zeiten. Diese neuen Länder werden die Fleißigen belohnen. Ich beabsichtige zu bauen, bauen, bauen. Meine fleißigen Bienchen sagen mir, dass sie ähnlich eingestellt sind. Vielleicht sind wir dazu bestimmt, wie Zahnrad und Kette zusammenzupassen. Lasst uns reden. Farrah, die Bastelprinzessin. Ja, okay, alles klar. Schön, dich kennenzulernen. Wir sehen übrigens oben links, die Zufriedenheit liegt bei 54. Wir wollen sie natürlich möglichst hoch machen, weil die Effizienz steigt mit der Zufriedenheit. 100% Effizienz ist es absolut, ist es derzeit. Das ist natürlich gut. Ihr seht, Neuankömmlinge kommen in 5 Tagen. Da müssen wir wieder neue Hütten bauen, sonst können wir die nicht aufnehmen. So, haben wir hier schon irgendwas Neues? Nö, wir müssen weitere Dekorationen bauen. Ich glaube, dass es egal ist, welche Art diese Dekorationen sind. Ich finde diese Bänke sehr, sehr geil, weil die halt auf einen vorhandenen Weg gebaut werden können. Und da muss man halt keinen Platz für verbrauchen. Also ich finde das total charmant, dass die Nachbarn sich dann da treffen können. Ja, wir treffen uns morgen auf der Bank, Günther. Ja, ist klar. Finde ich sympathisch. Dann bauen wir direkt noch eine, aber die bauen wir dann. Bauen wir hier. So, kriegen die alle ihre eigene Bank. Dann haben wir das auch geschafft. Oh, der Bienenstock und der Hühnerstall wurde fertiggestellt in dem neuen Gebäude hier. Das heißt, wir haben jetzt wieder 3 freie Slots für Neuankömmlinge. So, was ist jetzt hier eigentlich Phase? Man konnte doch... Oh, das ist der Kohl. Wie schön. Man konnte doch auch... Wie war das noch mit dem Förster? Das will ich machen, bevor es zu spät ist. Oh, Getreide. Getreidespeicher, da können wir... Nahrung... Oh, vielleicht... Na, hier wollte ich ja eigentlich den... Förster hinsetzen. Ich weiß nicht mehr, wie groß der Förster ist. Vielleicht machen wir das dann. Eigentlich wäre das hier schon ganz geil. Wenn wir das hier machen. Vielleicht, warte, was ist denn das Smarteste? Warte, ich mache mal kurz Pause. Ich will jetzt das Geheimnis mit dem Förster lüften. Ah, ich kann bei der Pause doch Baumenü. Wie war das mit dem Förster? Muss er dann, wenn hier, sein Lagerstätten? Steinlager, Kohlemeiler. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Damit wir dieses provisorische Lager dann auch langsam mal auflösen können.
Taverne. Brauchen wir auch. Aber wir können unser Gold da hinten wieder einholen. Kaserne. Das ist sogar schon... Einige Sachen, die noch nicht verfügbar sind, die sind ja noch mit so einem Schloss gekennzeichnet. Ja, wir werden sehen. Jetzt gucken wir uns erstmal hier. Da holen wir unser Gold. Da holen wir unser Gold. So, 200 Steuergelder haben wir auch gleich. Steinlager und Lagerstätte. So, jetzt gucken wir erstmal, wo ist denn hier? Da ist ein Steinlager. Dann können wir hier den Weg runterbauen. Das gebe ich jetzt einfach im Pausemodus mal so im Auftrag. So, dann können wir hier den Weg runterfahren und ja, bis da bitte, wenn es geht. Und dann können wir das Steinlager, nee, das, ja, na klar, das ist der Plan. So, wo ist der Eingang des Lagers? Ist das da? Oder ist das egal? Machen wir das so. So müsste doch eigentlich das Beste sein. Bam. Ja, bau mal. So, dann haben wir auch Steine. Hier hätte ich auch nochmal eine Holzfällerhütte bauen können. Vielleicht wäre das sogar smarter gewesen. Okay, das bauen wir hier. Vielleicht muss ich da sogar noch den Weg einmal länger machen. Bin ich ganz sicher. Machen wir mal vorsichtshalber bis hier runter. So. Und dann wollen wir noch ein Lager bauen. Und das könnten wir vielleicht hier bauen. Wenn wir denn hier den Weg, guck mal, dann ziehen wir den hier erstmal noch lang. Dann können wir sollten nicht zu viele Bauaufträge auf einmal in die Warteschlange setzen. Aber Getreidespeicher wäre auf jeden Fall wichtig und die Lagerstätte. Wir könnten auch beides hier oben hinsetzen. Und wenn der Förster kommt, dann können wir den Förster vielleicht auch... Ja, da kommt, das passt schon. Wir machen das jetzt einfach so. Hier kommt die Lagerstätte hin. Und dann machen wir direkt das andere Lager, nämlich das Getreidelager, daneben. Dann haben wir hier oben die Sachen. Ach ja, es gibt dynamische Lager, das heißt, wir können festlegen, welche Ressourcen da eingelagert werden sollen. Wenn wir zum Beispiel sagen, hier sollen jetzt nur gewisse Nahrungsmittel rein, weil hier ist zum Beispiel die Getreideindustrie oder sowas, dann können wir das aber, da sind wir noch nicht. Ich lasse es erstmal so, dass alles da gelagert werden darf. Jetzt müssen wir mal wieder loslegen, weil wir haben nur zwei Arbeiter. Ich könnte eine weitere Arbeiterhütte errichten. Dann würde das schneller gehen, weil es arbeiten hier nur zwei Leute und da ist auch nur Platz für zwei Leute. Und wir haben aber, glaube ich, noch ein paar Arbeitslose, wenn ich das nicht falsch sehe. Dann geht es natürlich schneller. Die kann man ja auch jederzeit wieder rausziehen, diese Arbeiter. Wir haben hier ziemlich drei Sachen, die gebaut werden müssen. Aber es passt schon. Es ist jetzt so ein Zeitpunkt, wo wir schnell... Ah, guck mal, da. Zwei Sucher, zwei... Nein, habe ich nur einen. Oh, warte mal. Nee, habe ich beide oder einen? Nee, ich habe beide, oder? So. Oh, jetzt kommt der Frühling wieder, wie schön. Während hier der Herbst bereits angekommen ist in der Realität. So, wir bauen mal, während hier noch andere Baustellen nicht fertig sind, bauen wir trotzdem schon mal das nächste Haus. Damit wir gerüstet sind, wenn hier jemand einziehen möchte. Das ist noch nicht fertig, aber die Lager sind... Ne, das eine ist zumindest fertig. So, da müssen wir natürlich jetzt wieder jemanden einstellen, der da arbeitet. Aber da sehen wir das. Wir haben vier Arbeitslose noch. Das heißt, da wir können
kann Audrey mal rein. Die kümmert sich jetzt darum, dass hier die Nahrungsmittel eingelagert werden. Wir haben ja derzeit 230 Gemüsesachen. Wir haben noch kein Getreide. So, die gehen jetzt hier nach unten und bauen das Steinlager. Vielleicht ist es da notwendig, dass wir da nochmal eine zweite Lagerstätte auch für diese Steinlager explizit errichten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sinnvoll ist. Und wir könnten auch einen zweiten Holzfäller irgendwann bauen. Warte mal, okay, das, so funktioniert das. Guck mal, das ist jetzt, okay. Der Förster ist die Erweiterung. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist kein eigenes Gebäude. Bei vielen Spielen dieser Art ist es ein eigenes Gebäude. Hier ist es eine Erweiterung für den Holzfäller. Und das können wir dann hier einfach ranklatschen. So. Ja. Und jetzt ist quasi an dem Holzfäller direkt ein Förster angebaut. Und dann bleibt der Baumbestand gleich. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwann kein Holz mehr haben. Huh, ihr Lieben, wird auch auf der Konsole gespielt. Überlegen wir, das für die PS5 zu holen. Hab aber ein bisschen Sorge wegen der Steuerung, sagt Pralaria. Ja, wir spielen auf der PlayStation 5. Und die Steuerung funktioniert, wie ich finde, sehr, sehr gut. Also logischerweise mache ich es mit einem Controller. Und funktioniert im Grunde genommen so, dass du mit dem Digitalkreuz hier die verschiedenen Kategorien anwählst. Jetzt bin ich hier zum Beispiel unten links. Und da können wir uns mal hier erstmal unsere Belohnung holen. Ah, da steht es ja sogar. Wählt ein Holzfällerlager aus, um eine Försterei zu bauen. Hätte man auch ein bisschen schneller verstehen können. Mit Kreis gehst du immer wieder zurück und dann kannst du mit dem Digi-Kreuz, jetzt da bin ich da oben in diesen Bereichen, da bekomme ich jetzt ein paar Informationen. Die Lebensmittel reichen für ungefähr 272 Tage, das stand jetzt, wir werden natürlich immer neue Bewohner bekommen. Da oben komme ich hier in den Stadtbildschirm, kann die Geschwindigkeit, das mache ich alles mit dem Digi-Kreuz. Hier sehen wir Informationen über unsere Bevölkerung. Also 14 von 15 Slots sozusagen sind belegt. Ihr seht ja auch schon unten Bürger und Adel. Also wir können halt die Leute auch noch aufwerten, sag ich mal, was ihren gesellschaftlichen Rang angeht. Und in einem Tag kommen auch Neuankömmlinge. Und deswegen ist es gut, dass hier das Haus gleich fertig ist, weil wir haben jetzt nur einen Slot fertig. Und werden gleich jetzt nämlich wieder weitere Plätze frei haben. Also 4 freie Plätze. Das heißt, wir können alle Neuankömmlinge aufnehmen. Das ist gut. So, hier müssen wir auch noch jemanden reinsetzen. Wenn wir das nicht machen, passiert hier auch nichts. Erstmal hier alles abwählen mit Kreis. Und so, jetzt habe ich das angeklickt. Jetzt kann ich wieder mit dem Digitalkreuz hier die verschiedenen Kategorien mir angucken. Und wir wollen aber hier rein. Jetzt habe ich das einmal ausgewählt. Jetzt können wir hier das obere Arbeiter verwalten. Sehen wir, wir haben noch 3 freie Bürger. Dann packen wir Daniel Isolda da rein und gehen jetzt wieder raus. Gehen dann jetzt nach oben und holen uns hier die 2 Besucher herzlich willkommen. Jetzt haben wir schon 16 von 18 Slots. Und die Zufriedenheit steigt auf. Wir sind schon bei 59. So, das Lager ist noch nicht fertig. Aber es liegt daran, dass die Leute so viel zu tun haben hier. Das wird aber auch gleich gebaut. Oder? Ist das schon fertig? Nee, das ist noch nicht fertig. Was brauchen wir dafür noch? Ein paar Bretter. Ah. Ach, das müssen wir nach hinten dann erweitern. Es fehlen benötigte Erweiterungen. Ach, guck mal einer an. Ach so. Ja, das habe ich aber... Ah, warte. Ja, dann gehe ich ja hier in die Bäume rein. Ist das so smart? Ist das so smart? Ah, so musste ich das machen. Ja, das passt schon. Jetzt sind hier die... Da sehen die Bäume direkt, was aus ihnen gemacht wird. So, jetzt habe ich die Erweiterung. Jetzt kann das erst gebaut werden. Das hatte ich eben versäumt. So, jetzt kann ich das bauen. Tschüss, Bäume. Da fallen sie. Aber ja, so musste ich das einmal kurz machen. Jetzt wird das Lager auch gebaut. Ich habe mich schon gewundert, warum die das nicht bauen. So, hier, die marschieren da los.
Und wir sehen auch, dass die da jetzt hingehen. Es müsste eigentlich auch der blaue Kreis um die Arbeiter müsste jetzt eigentlich auch symbolisieren, dass die diese Werkstatt ansteuern wollen. Und der baut das auf. Sehr gut, dann haben wir das auch und dann bekommen wir 40 Gold. Läuft doch, geht doch voran. Dann können wir mal wieder ein bisschen vorbereiten für die nächsten Leute, die bei uns einziehen wollen. Dass wir vielleicht hier jetzt ein Haus... Da hätten wir jetzt weniger Platz für Erweiterung. So, da ist ja der Brunnen noch. Ich könnte es jetzt so machen. Da brechen wir natürlich die Symmetrie dann auf. Ich würde es lieber so machen. Dann haben wir halt den Brunnen dazwischen und hier hätten wir die Arbeiterhütte dann dazwischen. Und jetzt haben wir ja auch das Lager und dadurch wird das hier jetzt mit der Zeit auch obsolet werden da. So, jetzt können wir erstmal wieder für die erreichten Ziele unsere Kohle hier abholen. Apropos Kohle, wir müssen noch einen Kohlemeiler herstellen. Ein Kohlemeiler, okay. Warte. Zack. Zack. Das haben wir. Holzfällerlager, Steinlager. Da, der Kohlemeiler. Das brauchen wir im Winter. Und ihr seht auch, minus 5 Attraktivität des Gebietes. Das heißt... Da wird es uns auch nochmal gezeigt. Manche Gebäude haben einen negativen Effekt auf die Attraktivität eines Gebietes. Dies wird durch die rote Form angezeigt. Versucht dieses Gebäude möglichst weit weg von den Wohngebieten zu platzieren. Ja, das machen wir natürlich und gehen dann einfach direkt hier, wo diese Steine sind. Hier ist eh alles wüst und grau und traurig. Da wird jetzt der Kohlemeiler gebaut. Den brauchen wir. Das hier ist die Area of Effect dieses Gebäudes. Ihr seht, die sind davon noch nicht beeinflusst. Aber wenn ich jetzt hier noch ein Wohngebiet baue, dann wird die Attraktivität auf das Wohngebiet Einfluss nehmen, sozusagen. Also hier ist noch alles wunderbar und ab da wird es dann ein bisschen kacke. So. Sehr schön. Dafür brauchen wir dann, wahrscheinlich macht er das aus Holz, nehme ich mal an. Oh, 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 oh. Zwei Besucher, herzlich willkommen. Sehr gut. Jetzt, wir haben einen neuen Meilenstein. Super, es wurde ein neuer Bevölkerungsmeilenstein erreicht. Nun können wir uns als Dörfchen bezeichnen. Von nun an rechnet eure Familie mit regelmäßigen Zahlungen in Höhe von 5 Münzen an die Familienkasse. Belohnung, Edelmut. Der Edelmut kann als Währung für besondere Aktionen und Gegenstände benutzt werden. Er beeinflusst auch einige Interaktionen mit anderen Herrschern. Ressourcen, wir haben 75 Münzen erhalten, Botengilde. Boten können in andere Reiche entsendet werden, um deren Herrscher zu grüßen und Geschenke zu übermitteln. Sägewerk, das große, sich drehende, scharfe Sägeblatt, bitte nicht berühren. Und Pflanze Weizen. Okay, das heißt, wir können jetzt auch Weizen machen und dann vermutlich irgendwann auch so Brot und solche Sachen. So, aber der Kohl wächst hier auch fantastisch. Wie sieht's hier aus im Lagerhaus? Ja, Getreidespeicher. 240 Gemüse sind eingelagert. 450 Plätze bietet dieses Lager. Also schon über die Hälfte voll. Was ist hier mit der anderen Lagerstätte? Was haben wir da bislang drin? Noch gar nichts. Aber die ist ja auch, es liegt auch daran, dass da noch keiner drin arbeitet, logischerweise. Michael Gonzales arbeitet jetzt in der Lagerstätte und der wird jetzt wahrscheinlich dafür sorgen, dass da die Sachen auch reinkommen. Da, ihr seht das schon, da unten, guck mal. Die ersten Kisten sind da schon drin. So, ihr könnt euch übrigens entweder über den Bot informieren, über das Spiel. Wir haben einen Bot, und zwar Ausrufezeichen Fabledom, könnt ihr im Chat eingeben. Oder alternativ auf der Twitch-Seite gibt es ja auch so eine Grafik. Da könnt ihr einfach draufklicken. Da ist ein Link hinterlegt und dann kommt ihr auch zum Spiel. Und könnt euch das mal angucken. So, hier der Kohlemeiler. Alles klar, wird jetzt hier was gemacht.
noch wird hier nicht gearbeitet. Was ist da los? Ah, da sind sie. Guck, da. Hatte sie nicht gesehen unter den Bäumen. Da kommen unsere beiden Arbeiter. Die beiden Typen übrigens, ne? Die sind ja das Fundament der gesamten Siedlung. Also die beiden haben hier alles händisch gebaut. Die müsste ich eigentlich als erstes belohnen. Das sind die krassesten. Hier. Ian Nielsen und John Chavez. Oder Chavez. So, was haben wir da unten noch? Da. Übersicht. Das ist das Übersichtsmenü. Ein tolles Werkzeug, um euer Reich zu verwalten, wenn es größer wird. Hier könnt ihr eine Übersicht aller Fablinge, Arbeitsplätze und noch vieles mehr erhalten. Genau, also wir sehen die von uns eben angesprochenen Ian Nielsen und John Chavez, die beiden Arbeiter, deren Bedürfnisse sind nicht alle erfüllt. Sieht man daran, dass sie leider rot sind. Da müssen wir mal ran. Warum ist er unzufrieden? Hat er Hunger oder was? Nee. Was ist sein Problem? Wir können hier auswählen. Da sehen wir ihn. Da sehen wir seine Bedürfnisse. Aber was ist das Problem? Ich bin so froh, dass normaler Brunnen so nah an meinem Haus geöffnet wurde. Ich freue mich über diesen Neuanfang. Ja, irgendwas mag er nicht gerade. Vielleicht ist er da zu... Weiß ich auch nicht. Oh, warte, wir müssen erstmal kurz... irgendwas passiert. Oh, ein Random Event. Prinz neuer Spieler. Wir versuchen in der Nähe eine neue Siedlung zu errichten. Aber die Zeiten sind hart. Und wir haben kaum Ressourcen. Warte mal, heiße ich nicht Wilbald? Habe ich mich verdrückt? Wir haben kaum Ressourcen. Wir haben von eurer Barmherzigkeit gehört und beschlossen, unseren Stolz zu überwinden, um hierher zu kommen, um euch um Hilfe zu ersuchen. So, jetzt kann ich dem Gemüse geben. Kostet 50 Gemüse, aber ich kriege 5 Edelmut. Ich kann ihm Steine geben. Ich kann ihm nicht helfen. Oder ich kann es aufschieben. Ich würde ihm aber Nahrung geben. Der Winter kommt bald, das darf man nicht unterschätzen. Da wächst nämlich kein Gemüse, also wir müssen da ein bisschen Vorrat anlegen. Aber ich hoffe einfach, dass das reicht. Ich gebe ihm jetzt Gemüse. Wir kriegen 5 Edelmut dafür. So, hier kann man noch mehr Sachen sehen über die verschiedenen Arbeitsstätten, die wir haben. Wer da drin arbeitet. Wir sehen zum Beispiel die Arbeiter, da sind 2 von 2 Leute, deswegen ist es grün. Dann die gelben Sachen, da sind Leute drin, aber nicht bis Anschlag. Also das Gebäude hat noch mehr Potenzial. Und der Kohlemeiler ist rot, weil da nämlich noch gar keiner drin arbeitet. Der ist jetzt ja aber auch gerade erst fertig geworden. Den klicken wir einmal an, dann gehen wir hier auf das Plus. Und Lukas Garcia ist jetzt unser Kohlemeilermann, der da sich jetzt richtig schuften wird. So, wir haben 10 Holz. Wir könnten jetzt mal schauen, ob wir hier einfach mehr Leute arbeiten lassen. Weil wir haben ja noch, gucken wir mal bei Arbeiter verwalten. Oh, wir haben nur 3 Arbeitslose haben wir. So, das heißt, wir packen da jetzt noch jemanden zweiten rein. Und wir könnten sogar überlegen, da noch jemand drittes reinzupacken. Weil wir haben ja Arbeitslose. Damit wir nicht in Holzmangel geraten. Und wir könnten auch jetzt überlegen, weil wir uns 50 Nahrung verschenkt. Huch! So, dass wir da noch jemanden arbeiten lassen. So, 2 neue Besucher werden jetzt willkommen geheißen. Und damit haben wir wieder mehr Arbeitskräfte, die wir irgendwo reinpacken können. Und vor allem haben wir aber die Notwendigkeit, wieder ein neues Haus zu bauen. Ich darf nur hier bis zur Grenze. Mal gucken, bis wo ich genau darf. Nee. Und zwar gehen wir mal auf Gehöft. Ich darf das zwar hier machen, aber ich befürchte, wenn ich es hier baue, darf ich nicht... Nee, das geht nicht. Da warten wir lieber noch. Und gehen in der Zwischenzeit... Oh, hier, guck mal, da will keiner wohnen. Wir könnten das hier hinsetzen und machen die Straße dann runter. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann machen wir so. Ups.
bauen das für 55 Gold. Erweiterung machen wir automatisiert. Das kann man halt, wie gesagt, auch manuell machen. Das ist dann sinnvoll, wenn man wirklich ganz gezielt entweder Nahrungsproduktion oder Attraktivität steigern möchte, dann sollte man das manuell machen. Wir machen das jetzt mal so. So. Tür an Tür. Wir können dieses Gebiet auch verschönern. Wieder. Also die Attraktivität ist jetzt ja hier bei minus 3. Aber wir können natürlich auch sagen, wir gehen mal hier auf die Verschönerungsoption. Und wo sind denn hier diese beiden? Kann ich die hier gar nicht bauen? Die Bänke? Kann ich keine Bänke mehr bauen? Habe ich zu viele schon davon vielleicht? Ach. Naja, jedenfalls können wir jetzt hier auch irgendwas verschönert das Gebiet. Ich will die Attraktivität erhöhen. Verschönert, ist das gleichbedeutend damit? Wenn wir jetzt hier sowas bauen. Das ist eine schöne Farbe, Rosa und sowas. Das müsste eigentlich jetzt so ein bisschen dem entgegenwirken, was diese fiesen Kohlemeiler hier kaputt machen. Könnten wir jetzt zum Beispiel hier einfach mal so einen Blumentopf machen. Oder? Da ist eigentlich kein Platz dafür. Wir könnten ihn auch hier machen. Dann lassen wir den Ort mal, wir lassen den in der Mitte mal frei. Nee, pass auf. Erstmal gucken wir wegen der Taverne. Plus 10 Attraktivität des Gebietes. So. Manche Gebäude haben einen positiven Effekt auf die Attraktivität eines Gebietes. Dies wird durch die grüne Form angezeigt. Versucht das Gebäude so nah wie möglich an Wohngebieten zu platzieren. Genau das versuche ich nämlich gerade. Ha! Da passt der perfekt rein. Und genau in diese Lücke, da werde ich das jetzt bauen. Und ja. Das passt perfekt. Wichtig, dass die Tür nach da ausgerichtet ist, genau. Hammer. Sehr gut. So, das ist die Taverne. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein Gebäude anklicken, da sehen wir bei Attraktivität, da unten, 13. Durch den Brunnen, durch wahrscheinlich die Bank, die da oben ist und... Ah ne, das ist das, was in dem Haus schon gebaut wurde. Also da sehen wir diese Hütte und bin nicht sicher, ob das ist dekoriertes Gebiet, Attraktivität. Ja, eventuell ist das tatsächlich, sind das die beiden Bänke hier, die das verschönern. Und natürlich das, was er hier, diese Hunde hat im Garten. Und das andere ist der Bienenstock. Ja, das ist für Nahrung. Okay. Aber das ist schon ganz gut und das gibt ja hier, glaube ich, minus, was hatte ich gesagt? Minus 3 oder so, ne? Gibt der Kohlemeiler. Also es ist nicht alles verloren. So, hier haben wir... Da können wir jetzt nämlich noch was reinsetzen, in dieses eine kleine Ding. Das heißt, wir gehen auf Bauen und da könnten wir jetzt zum Beispiel... diesen Blumentopf da so reinmachen. Müsste eigentlich ja auch... Weiß nicht genau, was... was ah, da sieht man den Einfluss. Okay. Machen wir mal so. Okay, wir müssen hier mal neue Besucher willkommen heißen. Hallo, hallo. Und sehen, wir sollten nicht zu viel Zeit lassen und direkt neue Gehöfte bauen. So, hier ist ein super Gebiet. Das gefällt uns voll gut. Hier ist immer so halb. Da sieht man das. Zwei Sachen ziehen das runter. Und zwar diese beiden hier. Wenn ich da raufgehe, sieht man das. Der Brunnen macht's gut. Die anderen beiden ziehen es hier massiv runter. Und hier ist alles Happy Joy Joy. Das heißt, wir gehen erstmal nach Happy Joy Joy Town. Und ziehen das so. Und bauen das für 55. So. Was ist hier los mit der Taverne?
Brauchen wir 20 Stein, haben wir alles da. Oh, Kohle wird mittlerweile auch produziert, das ist gut. Hier wird noch gepflückt. Was haben wir eigentlich hier? Sind das die... Ja, 15 Edelmutpunkte haben wir, genau. So, 5 von 15 Kohledinger haben wir produziert. Da müssen wir noch ein bisschen schneller werden. Das kostet uns 2 Holz. Wir sehen, wir sind bei 0 Holz. Also wir haben ein massives Problem, gerade was Holz angeht. Das heißt, unser wichtiges Projekt ist, eine weitere Holzfällerhütte zu bauen. Und das können wir wunderbar... jetzt muss ich überlegen, wie ich das am smartesten mache. Weil ich muss ja noch dieses Add-on bauen. So vielleicht. Der müsste ja eigentlich auch über die Grenze gehen dürfen. Für so ein bisschen Holz, oder? Darf er? Ich setze den mal hier hin. Dann gehen wir die Erweiterung. Förster, genau. Den setzen wir dann hier hin. Und bauen das für 75 Öcken. Ja, und dann gehen wir nochmal auf unsere Straße. Verbinden das hier. Da ist der Eingang zur Holzfällerhütte. Und jetzt können wir sogar hier die Straße noch runterziehen. Und würden dann hier in dieses Gebiet noch kommen. So, denn wir brauchen mehr Holz. Das Holz ist jetzt, wie gesagt, auch wichtig für die Kohleproduktion. So, hier wird unsere Taverne errichtet. Guck mal, Taverne. Hallo Werner. So, das ist doch fantastisch. Die Leute werden sich jetzt richtig freuen. Endlich haben wir eine Taverne. Tada! Aber wir haben kein Bier. Hack, hack. Fertig. Ah, the Trusty Village Inn. Da ist es. A personal favorite. The inn adds happiness to its surroundings. And the happier your kingdom is, the more efficient your workers get. It also helps attract more visitors. Sehr gut. Das ist unsere Taverne. Die klicken wir mal an. Annehmlichkeiten. Annehmlichkeiten sorgen für Zufriedenheit in der Umgebung, solange sie geöffnet sind. Zufriedenheit wirkt sich auf die Produktivität eurer Fabellinge aus. Fabellinge. Wenn sie zufrieden sind, laufen, sammeln, produzieren sie schneller. Da muss jetzt natürlich jemand drin arbeiten. Wir brauchen jemanden, der hier... Oliver Bonetti. Perfekter Tavernenname, wie ich finde. Und da gibt's Fisch, Gemüse, Brot haben wir nur bedingt. Aber das wirkt sich direkt aus, wenn wir mal so ein Haus anklicken, da unten jetzt. Attraktivität 23. Direkt, mein Kopf ist ein bisschen im Weg. Ich muss mich etwas entfernen, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. So. Direkt da über meinem Schirm mit hinsticht. Da sieht man die Auswirkungen. So, ey, der Winter. Ja, Spinter. Oh, warte, schnell die Besucher willkommen heißen. 2 neue Leute, sehr gut. 23 von 24. So, jetzt können wir leider nicht mehr so richtig Gemüse anbauen und müssen hoffen, dass wir mit den Lebensmitteln, die wir haben, über den Winter kommen. Ich weiß gar nicht, was die jetzt hier machen im Winter. Und die Kohle, die Kohle muss fließen. Das Holzfällerlager ist fertig. Das heißt, da setzen wir jetzt mal direkt 2 Leute rein. Wie viel? Einen Arbeitslosen. So, 2 Leute da rein und dann müssen wir vielleicht gucken, dass wir bei dem Kohle... Ah, da darf nur einer arbeiten. Wir brauchen mehr Holz. Haben wir eigentlich einen Förster hier drin? Wird das automatisch gemacht? Ich hoffe doch mal. So, ich glaube, wir sollten jetzt vielleicht mal... Oder was ist da oben los? Da gibt es irgendwas. Ereignisse. Prinz, neuer Spieler. Ja, habe ich den Namen? Ich habe doch Wilbald eingegeben. Ich glaube, ich habe mich verdrückt. Unsere Gruppe liebt Steine und ist stolz darauf, aber die anderen Fabelinge scheinen uns für unsere Liebe zu verspotten. Könnt ihr uns helfen, ihnen die Bedeutung des Steinsammelns zu vermitteln? Frist 30 Tage, Belohnung
Sammelt 15 Steine. Ja, klar machen wir das. Das ist nur eine Quest, die ja eh läuft. Also ich sammle ja eh Steine. Was ist das? Wichteln, was für ein Kindergarten. Das ist unter meiner Würde. Zu eurem Unglück habe ich keine Anweisung erhalten. Genießt dies also. Ihr verdient es, euer geheimer Wichtelpartner. Was habe ich für ein Geschenk? Was ist das? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was das ist. Habt ihr aufgepasst, was das ist? Da stand da... Ah, das ist einfach eine Truhe. Wo baue ich den jetzt mal hin? Kann ich die dann direkt öffnen, wenn ich sie gebaut habe? Was ist der Plan dieser Truhe? Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Ich baue sie einfach hier hin. Wir werden sehen, was dann geschieht. Materialbehälter. Hier können Ressourcen aller Art gelagert werden. Ja, okay. Ja, danke. Das ist eigentlich ganz nett. Dann bauen wir direkt hier eine Straße hin. Oh. Da war einfach Kohle drin. Das ist ja geil. Da waren 35 Kohle drin. Das ist perfekt, weil das exakt das brauchen wir für den ersten Winter. So ein Glück. Als wenn das Spiel gewusst hätte, was wir brauchen. Wir brauchen aber auch ein neues Haus. Ein neues Haus. Machen wir hier hin. Und bauen. Und da müssen wir direkt nochmal die Straße erweitern, so. Denn wir haben keine Betten mehr für Neuankömmlinge. So. Ja, jetzt ist Winter, ne? Was machen die denn eigentlich da? Ich frage mich, ob ich die im Winter da rausziehen sollte. Bin mir nicht ganz sicher, ob das sinnvoll ist, die da drin zu lassen. Weil die können ja eh nichts machen. Bin mir nicht ganz sicher. Das. Vielleicht sollte ich die da rausnehmen im Winter. Lieber woanders reinstecken. So, wir haben doch jetzt wieder einen Arbeitslosen noch. Den packen wir mal hier, dass wir ein bisschen vorankommen mit dem Holz. So, was haben wir hier noch? Weißt du über das Übersichtsmenü ein Fabling dem... Ah, okay, das ist eine Verwaltungsaufgabe. Um die Quest zu machen, müssen wir hier einmal auf die Fablinge und... Warte, wie machen wir das jetzt am besten? Müsste dann eigentlich hier rüber gehen sogar vielleicht. Wenn wir sagen, wir gehen mal in den Steinlager. Und jetzt haben wir natürlich keine Arbeit. Jetzt muss ich einmal kurz Isolde da rausnehmen. Und jetzt muss ich Isolde wieder reinsetzen. So, jetzt habe ich Isolde über das Menü reingesetzt und habe jetzt dadurch die Quest erfüllt. Und jetzt kriegen wir unsere Kohle. Und wir haben neue Besucher, beziehungsweise es sind ja keine Besucher, es sind ja eigentlich Bewohner. So, was haben wir hier? Territorien. So, jetzt kommt der Part, dass ich mir meine Grenzen erweitern kann, was ich vorhin sagte. Jetzt kann ich mir überlegen, okay, wo will ich denn jetzt hin? Und jetzt sehen wir, was es da gibt. 64 mal Bäume, mal 2 Fisch und einmal Eisenvorkommen. Hier haben wir, oh, Schweineherde. Ruinen. Großes Steinvorkommen und zweimal Fisch. Hier haben wir Bäume, na klar. Was? Das ist so ein bisschen schwer zu lesen. Was? Irgendeine Statue oder sowas. Kleines Steinvorkommen. Und ein bisschen Fisch. Also hier in diese Richtung haben wir natürlich
prädestiniert Platz auch, um mehr Häuser noch zu bauen. Hier ist natürlich durch das Wasser relativ wenig Siedlungsraum. Aber hier haben wir immerhin Eisen. Ich glaube, Eisen haben wir noch gar nicht. Verlorener Schuh. Hier oben kann man auch super siedeln. Aber ich finde fast hier, damit wir da einfach unsere Gebäude weiterbauen können. So, für lächerliche 50 Mark kaufen wir das. Und ihr seht, dadurch kann ich jetzt natürlich auch wieder das da drüber liegende kaufen. Wir haben eigentlich relativ viel Geld. Ich bin an dem Eisen auch interessiert. Hier ist große Steinvorkommen. Oh, dreimal Fische. Schweine sind auch super. Hier haben wir nichts weiter. Verlorener Schuh. Aber hier ist das Eisenvorkommen. Kostet mich jetzt aber schon 100. Das wird immer teurer. Aber das machen wir trotzdem. So. Und jetzt können wir auch nebenan schon wieder unser Geld beeinspruchen, weil wir ein neues Gebiet gekauft haben. Und oh, guck mal, für das Dörfchen können wir auch. Oh, das haben wir auch noch nicht. Zack. Oder haben wir richtig ein bisschen Geld noch bekommen? Noch 3 Kohle und da kriegen wir auch nochmal 10 Mark für. Und einen Botengilde müssen wir jetzt machen. Und ein. Oh, da ist wieder was reingekommen. Oh, wieder ein neues Geschenk. Und zwar 100 Gemüse. Ah. Geil. Jetzt können wir wieder ein Gebäude, dieses Ding da irgendwo hinstellen. Die Frage ist. Hier ist eigentlich gar kein Platz für sowas Schönes. Es wäre natürlich sinnvoll, das daneben zu setzen. Aber hier stört mich das eigentlich. Hier ist so viel verschenkter Platz. Ich packe das einfach hier mit hin. So. Hammer. Da haben wir jetzt Nahrung bekommen. Nahrung ist wichtig. So, da wollte ich den Weg hier noch erweitern. Genau. Okay. Sehr gut. Was haben wir hier? Oh, der hat irgendein Problem. Was ist sein Problem? Was ist mit dem Haus? Was hat das Gehöft für ein Problem? Was heißt dieses? Ah, dies ist die Wunschschrift. Haben wir noch kein Familiendorf? Wir haben Familien überhaupt. Was ist das nochmal für ein Hinweis? Kohle vielleicht? Ich glaube, es fehlt Kohle. Ist das Kohle? Nee, Kohle kann es eigentlich nicht sein. Was ist das Problem? Ich weiß, oder nee, ich weiß gerade nicht, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Was ist euer Problem? Fundament, ist es das hier? Nee. Kann man, ah, warte, Kohle fehlt. Doch, es ist doch Kohle. Da oben konnte ich es anklicken. Es ist tatsächlich Kohle. Aber das lässt sich lösen, weil wir haben 42 Kohle da. Also das wird jetzt nicht lange ein Problem sein. Das ist eher ein Transportproblem. Die Kohle ist ja... Did you ever notice that they never put on winter clothing? Da, 15 Kohle ist ja noch drin. So, wir haben aber noch andere Sachen hier noch, die wir noch nicht gebaut haben. Zum Beispiel haben wir noch nicht... Warte. Warte. Was fehlt denn noch? Haben wir nicht noch ein Sägewerk in Planung? Nee, das können wir gar nicht bauen. Stelle 10 Bretter her. Ah, guck mal hier, es gibt auch noch eine Verbesserung. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, kann ich Straßen verbessern.
das noch bauen? Ich habe doch Münzen. Ah, ich weiß nicht, vielleicht. Also es geht grundsätzlich, das zu verbessern. So, was sagen die Ziele noch? Was wollen wir da hier noch machen? Die Kohle muss erstmal kommen. Oh, das dauert, ne? Der ist richtig langsam, dieser Kohletyp. Holz hat er jetzt ja eigentlich genug. Wir müssen halt ein Sägewerk jetzt bauen. Aha. Eure Fablinge scheinen mit ihrem Leben hier ganz zufrieden zu sein. Sie können sich glücklich schätzen, jemanden wie euch zu haben. Dankeschön. Aber ich sage euch mal was. Man munkelt über einen wirklich gierigen Finanzberater hier im Königreich. Vielleicht sollten wir uns etwas von seinem Vermögen leihen. Hä? Warte. Maria, ist es so eine Art Robin Hood? Warte mal, 50% Chance auf eine Belohnung? Wir erhalten 500 Münzen und wir spenden 10 Edelmut, aber das gibt nur eine 50%ige Chance. Ja, aber sehr vorsichtig, da kriegen wir 200. Ah, verstehe. Okay, entweder für 5 Edelmut 200 Gold oder für 10 Edelmut... Nee, warte mal, die kriege ich safe. Es gibt zusätzlich die Chance auf eine Belohnung. Sehe ich das richtig? Sonst würde ich das machen. Aber das heißt, ja, komm, wir... So. Okay, ich hoffe mal, da kommt gleich noch was. So. Noch? Wie viel Kohle brauchen wir noch? 3 Kohle. Boah, ist der Kohle. Johnny ist einfach richtig langsam. Er hat eigentlich genug Holz. Da müssen wir nochmal einen zweiten Kohlemeiler herstellen. Das geht so nicht. Das ist viel zu langsam. Wenn wir so kriegen wir da die Straße rum. Ja, oder? Ja. Ich dachte, wenn wir jetzt so machen. Und dann gehen wir die Straße und ziehen das. Nein! Ah, zu nah am Wasser. Nee, dann können wir das vergessen. Dann müssen wir das kurz bitte abreißen. Das würde so nicht funktionieren. Dann müssen wir das anders machen. Ja. So, erstmal so bauen. Und dann vielleicht hier noch einen errichten. Der ist so langsam, der Kohlemeiler. Oh, wir können neue Leute... machen wir erstmal neue Leute. Ja gut. Angeblich hat der auch keine Kohle. Dann müsst ihr euch die einfach holen, Leute. Ihr müsst die euch holen. So, wir bauen ein neues Haus. Die Attraktivität ist hier zwar nicht die beste, aber es ist halt... Es ist okay. Es ist absolut zumutbar, hier zu wohnen. Absolut zumutbar. Was ist denn jetzt mit der Frau da, die wir losgeschickt haben? Ich hoffe mal, da kommt noch eine Nachricht. Ob das jetzt klappt. Weiß denn schon jemand, wie umfangreich das Spiel etwa ist? Kommt da noch einiges zu bauen oder ist das schnell zu Ende? Nee, das ist richtig umfangreich. Also da kannst du viele Stunden auf jeden Fall bauen. Wir sind ja auch gar nicht an dem Punkt, wo wir dann die nächsthöheren Gesellschaftsstufen freigeschaltet haben. Also da kannst du auf jeden Fall lange Zeit mit Spaß haben. Oh geil, wir haben hier wieder was geschafft. Diesmal war es die Kohle. So, das Steine sammeln ist auch ein bisschen zäh. Deswegen werden wir mal hier, wir haben jetzt ja neue Leute bekommen, noch eine Steinsammlerin einstellen. Gaugerus, vielen lieben Dank. Ey, Battle 280, habe ich an dich gedacht. Oh, D-Siege knallt 1000 Bits in den Club.
Entschuldigung, ich war so abgelenkt vom Spielen. Maradona, vielen lieben Dank. Seid ihr noch da? Hoffe ich doch. So, wir bauen hier weiter. Oh, da ist eine Nachricht angekommen. Was passiert? Bei eurem Siedlungsberater liegen die Nerven blank. Dauernd predigt er darüber, wie wichtig es ist, so schnell wie möglich, so viel wie möglich zu sammeln, damit wir einen großen Vorrat an Ressourcen haben, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Ja, da sind wir doch gerade bei. Was willst du denn? Beginnt Quest. Den ersten Vorrat anlegen. Frist 90 Tage. 400 Gemüse, 300 Holz, 70 Steine. Ja. Fangen wir mal an. Ja, das kriegen wir doch hin, oder? Hoffentlich. Oh, der Frühling kommt. Der Frühling kommt. So schön. Jetzt kann hier wieder im Bauernhof gearbeitet werden. Vielleicht bei euch noch einen zweiten Bauernhof. Guck mal, hier ist Eisen. Das wollte ich nämlich haben, das Eisenvorkommen. Und Fische gibt es ja hier auch. Also da sind Fischis. Da sind Fischis. Also wir können irgendwann auch einen Fischer bauen, aber noch haben wir die Sachen nicht. Erst wenn wir Städtchen sind. Großstadt, Städtchen. Also sind alle, das ist die erste Stufe, die zweite, die dritte. Und da sehen wir alle Sachen. Warte mal, habe ich vielleicht vorhin? Möglicherweise. Nee. Alle will ich sehen. Jetzt, da! Ich war hier vorhin, das war das Problem, weshalb ich das Sägewerk nicht gesehen hatte. Weil, ihr seht hier, ganz am Rand, dritte Stufe, zweite Stufe, erste Stufe, seht ihr das? Ja, und alle Stufen. Und ich war, glaube ich, hier drauf und deswegen habe ich das nicht gesehen. Ich hatte mich schon gewundert. Da bin ich wohl runtergerutscht. Weil jetzt haben wir nämlich das Sägewerk, was die Attraktivität des Gebietes wieder ein bisschen ruiniert. Aber auch das ist nicht so schlimm. Ich habe ja hier jetzt den zweiten Holzfäller. Und dann können wir einfach hier jetzt das Sägewerk bauen. Bam. Und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt mit der Straße, das wäre jetzt schon nicht so schlecht, dass wir da rüberkommen. Ja, das ist gut. Also sonst wäre mir nämlich hier so der Zugang in dieses Gebiet versperrt gewesen, aber da komme ich um die Ecke. Das ist sehr, sehr gut. Und dann würde ich hier noch ein Lager auch in Auftrag geben wollen. Das machen wir hier in der Lagerstätte. Die bauen wir mal hier hin. So, noch eine Lagerstätte und ziehen dann hier den Weg rauf. So. Wichtig. Jetzt kommen wir auch voran. Ich habe mich schon gewundert, wo sind die Gebäude geblieben. So, dann haben wir hier den Botengilde. Boten können in andere Reiche entsendet werden, um den Herrscher zu grüßen und Geschenke zu übermitteln. Zugriff auf die Weltkarte wird freigeschaltet. Und wir haben sogar einen Attraktivitätsbonus auf das Gebiet. Das heißt, egal wo wir das bauen, wir werden nicht dafür bestraft. Wie ist denn der Einflussbereich? Können wir vielleicht dann hier so bauen? Weil das wäre ja eher so unser Ausbreitungsgebiet in diese Richtung. Wir können natürlich auch hier das damit ein bisschen kontern, dass hier unten Industrie ist. Und sagen, wir gehen hier rauf und können auch nach links weiterbauen. Das ist eigentlich auch gar kein Problem. Aber wir müssen uns ja ein bisschen, oder wir gehen mit der Industrie dann hier noch weiter runter dann. Vielleicht machen wir das so. Pass auf, dann gehen wir hier rein. Und das hier in die Mitte. Finde ich ganz gut. So. Da bauen wir das jetzt. Dann können wir hier noch ein paar Häuser bauen.
Obwohl hier... Ah, hier kommt ja die Eisenmine hin. Oh, egal. Passt schon. So, wir haben neue Besucher. Oh, nice. Ab jetzt sind wir ein Dorf. Fischerhütte geht jetzt, die Windmühle, der Steinbruch und das Heldenquartier. Sehr geil. Okay. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich glaube, brauchen wir jetzt langsam mal eine zweite Arbeiterhütte hier? Die haben ganz schön viel zu tun immer. Aber wir sind ja ganz gemütlich. Wir müssen uns jetzt auch nicht stressen. So, das heißt, wir haben hier das Heldenquartier. Brauchen wir 10 Brett dafür. Und wir haben vor allem auch die Fischerhütte. Da ist sie. Brauchen wir auch 20 Bretter für. Wir hinken ein bisschen hinterher, logischerweise, mit den Brettern, weil wir so die ganze Zeit diese Hütte nicht gebaut haben. So, hier ist natürlich blöd, weil das ist nicht mein Gebiet. Aber hier könnte ich zum Beispiel eine Fischerhütte bauen. Bis hier. Da sehen wir Fischis. So, hier könnte ich sie bauen. Lass uns mal eben gucken. Kriegen wir hier noch... Das, da brauchen wir 2 und 3. 1, 2, 3... Ja, würde eigentlich ganz gut passen. Vielleicht. Komme ich dadurch mit dem Weg? Doch, ich glaube schon. Genau, so machen wir das. Hier bauen wir jetzt die Fischerhütte hin. Die kann ich natürlich noch nicht errichten, weil mir die Bretter dazu fehlen. Aber wir können das ja schon mal so ein bisschen hier... Bup. Sehr gut, das funktioniert. Und dann gehen wir von hier einfach hoch. So. Das passt. Das muss jetzt mit Priorität gebaut werden, logischerweise. Holz ist schon da. 5 Steine fehlen noch. Steine haben wir aber auch. Sehr gut. Das Ding ist gleich fertig. Und da müssen wir dann wirklich viele Leute mal reinsetzen. Bis zum Anschlag. Weil wir brauchen dringend Bretter. Weil alles, was wir jetzt bauen müssen, so langsam funktioniert nichts mehr ohne Bretter. Oder ist was passiert? Ich habe diese Zauberbohne auf meinen Reisen gefunden und sofort an euch gedacht. Ich kann euch nicht genau sagen, was sie bewirkt, aber ich habe gehört, dass sie außergewöhnlich sein soll. So, wir können jetzt für 100 Münzen die abkaufen. Okay, wir können 300 Gemüse kaufen. Oh, ey, ganz ehrlich. Es ist beides sehr interessant. Aber ich will eine Zauberbohne haben. Oder? Es ist doch klar. Es ist doch völlig klar, dass wir... Ich will es einfach ausprobieren. Das ist ja voll spannend. Okay, wo soll die Bohne hin? Hier vielleicht? Hier ist ein guter Ort, oder? Jacobin or feed your people. I think you made the right choice. Zauberbohne oder Erfolg ernähren. Ja, ey, das ist total spannend. Was, ich will wissen, was damit passiert. Das ist natürlich diese Geschichte mit dieser Zauberbohne. Die kennt ihr ja sicherlich alle. So, wir müssen ganz dringend, wir können nur einen da reinsetzen. Wir haben noch 3 Arbeiter. Ja, baue ich jetzt noch eine zweite? Ich glaube fast, ich sollte noch mal ein zweites Sägewerk bauen. Was fehlt hier? Ach ja, die Erweiterung. Jetzt habe ich original das gleiche gemacht wie beim letzten Mal. Was? Also ist doch perfekt. Nach hier hinten raus. Ist doch gut. So. Zweites Lager gebaut. So, Sägewerk, 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 Sägewerk.
Oh, Achtung. Was ist jetzt los? Ich reise in ein Land, das für seine niedrigen Temperaturen und einen Mangel an Wäldern bekannt ist. Ich will dort Kohle verkaufen und habe gehört, dass euer Königsreich nach Kohle auf Lager hat. Seid ihr mal im Handel interessiert? Nee. Ehrlich gesagt. Nee. Nee, danke. Nett gemeint, aber will ich nicht. Stattdessen müssen wir mal wieder neue Häuser bauen. Das machen wir jetzt. Und ja, wir können hier, ist natürlich auch, wir müssen ein bisschen Platz für Bauernhöfe noch haben. Gehen wir mal hier hin erstmal. So. Und bauen eine Straße. Sonst funktioniert das ja alles nicht. So. Ja, Sägewerk. Das wird eine Weile dauern, glaube ich. Bis wir da genug Bretter haben. Ich habe das Gefühl, wir müssen das zweite Sägewerk bauen. Das können wir entweder hier bauen. Da ist ja wahrscheinlich hier auch dann in dem Lagerhaus. Ja, 47 Holz, die sind alle da gelagert. Hier ist ja auch noch nicht fertig. Warte, wir gucken mal. Wo bist du, mein Sägewerk? Da. Minus 5 Attraktivität. Ja, das hat eine ganz schöne... Bis da darf ich natürlich nicht. Das ruiniert mir hier alles. Nee. Ich werde das. Langfristig wird das Lager. So gestaltet. Werde ich da viele Bäume abhacken? Nee, das passt doch schon, oder? Ist nicht so schlimm. Da ist dann auch direkt das Lager. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Komm. So, und dann bauen wir hier noch einen Weg. Reicht das? Ich hoffe doch. So, jetzt haben wir dann gleich zwei Sägewerke, das ist schon wichtig. Und hier auch das Steinding, da müssen wir auch mehr noch schneller werden. Schneller mit dem Stein. Hatten wir nicht noch auch irgendwas Neues mit dem Stein? Hatten wir da nicht so ein großes Steinding? Das ist einmal das Steinlager und den Steinbruch. Wie kann ich das bauen? Achso, das musst du mit einem großen Stein vorkommen. Das habe ich hier, glaube ich. Oh, warte. Ich kann nur einen. Was ist mit dem Haus? Ah, das Haus ist gleich fertig. Sehr gut. Jetzt kann ich beide Besucher willkommen heißen. Sehr gut. Das war gerade rechtzeitig. Und dann können wir direkt das nächste auf. Oh, wir brauchen, glaube ich, hier einen Brunnen. Die Reichweite des Brunnens. Ah ja, guck mal hier, wir brauchen einen neuen Brunnen. Das ist wichtig. Und ja, wo stelle ich dich denn hin? Hier. Jo. Da kommt der neue Brunnen hin. Dann müssen wir noch einen Weg bauen. So. Boden wird gebaut. Und dann können wir direkt, wenn wir schon dabei sind, hier nochmal ein weiteres Haus. So. Wir müssen auch ein bisschen aufs Geld achten. 224 Gold haben wir nur. Und jetzt habe ich so viele Bauprojekte. Jetzt bin ich fast versucht zu sagen, nochmal eine zweite Arbeiterhütte.
zu errichten. Die könnten wir zum Beispiel hier da vielleicht irgendwo. Ist da noch ein bisschen Platz. Und wenn wir dann sagen, die Arbeiterhütte hat Priorität. Dann. Warte, wo bist du denn? Oder kann ich nur eine bauen? Wie war das noch? Kann ich nur eine bauen? Ne, Arbeiterhütte. Ich finde, hier ist eigentlich ein ganz guter Ort für die Arbeiterhütte. Da werde ich wahrscheinlich ja eh kein Wohnhaus hinsetzen. So. Arbeiterhütte. Und das soll Priorität haben. Weil wenn ich mehr Arbeiter habe, dann geht alles andere auch schnell. Okay. Ich mag die Musik ja auch. Die ist so schön. Die erinnert mich ein bisschen an Herr der Ringe. Und wir müssen, glaube ich, auch einen zweiten Bauernhof bauen. Das ist mein Gefühl. Und den Bauernhof Warte mal, wie bauen wir den? Wir müssen einen zweiten Bauernhof bauen. Sonst bleiben wir hungrig. So, das ist die Windmühle. Wenn wir jetzt einen Bauernhof bauen. Oh, wir brauchen Steine. Ich habe auch echt zu wenig Steine. Oh, warte, das sind. Was habe ich gesagt? 30 Felder, ne? Das sind ja. Das sind 4. 8. Dann wären das hier so 16. Wie mache ich das jetzt am besten? Da kriege ich noch 2 von den Häusern. Oder zack. Da eins. Na, hier bauen wir keinen aus. Hier bauen wir auf jeden Fall hier noch eins rein. Und hier noch eins rein. Diese beiden Felder. Dann müssten wir hier einen Weg bauen. Zack, zack. Da wäre der Weg. Und dann würde ich hier. Aber da ist halt auch die. Eisenmine muss da halt auch noch hin. Reicht das? Befürchte fast nicht. Dann kann ich hier entweder nicht mehr bauen oder. Ah. Sehr gut. Das Haus muss fertig werden. Oder wir weichen nach hier hinten aus. Würde auch gehen. Wir gehen hier oben hin. Dann ist das vielleicht die bessere Idee. Pass auf. Dann machen wir erstmal so. Und dann bauen wir hier den Bauernhof. Bauen den einfach. Das ist ein bisschen mit dem Holz, dass wir nicht zu viel Holz vernichten. Das ist sehr wichtig. So. Zack. Und dann nehmen wir mal Getreide. Bob? Wie viel habe ich denn jetzt? 19 von 40. 27. Jetzt fehlt mir der eine da. Der eine kleine Block. Das ist ja ein bisschen unbefriedigend. Jetzt habe ich da ein Feld. Naja. Egal. So, wir müssen ein bisschen aufs Geld achten. So, jetzt wird jetzt Getreide angebaut. Oh, da oben ist was passiert. In unserem Verein haben wir eine beliebte Redewendung. Man kann nie genug Holz vor der Hütte haben. Könnt ihr uns mit noch mehr Holz versorgen? Nee. Warte mal, sammelt 70 Holz, aber muss ich die dann
Aber die muss ich nicht abgeben, oder? Muss ich die abgeben? Sammelt 70 Holz. Jetzt ist ja die Frage, muss ich die abgeben? Nein. Nein, 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 nein. So, okay. Ach, guck mal, jetzt können wir sogar... So, dann... Wir müssen mehr Essen machen. Es ist nämlich jetzt schon Sommer. Was ist mit der Arbeiterhütte hier? Die ist fertig. Aber da ist noch niemand zugewiesen. Wie viel haben wir denn noch? Ah, wir haben genug. So. Hier sind zwei neue Arbeiter, das heißt, es kann schneller gehen. Dann würde ich mal den Bauernhof ein bisschen Priorität einräumen wollen. Weil wir müssen mehr Nahrung produzieren. Und ich glaube, müssen wir nicht sogar dann auch eine Mühle machen? Ja. Mehl. Guck mal, dann haben wir hier... Na, jetzt haben wir die Situation, dass uns hier der Platz ausgeht. So, dann machen wir hier das hin. Oh, da ist auch noch ein Steinvorkommen. Aber das ist ein kleines Steinvorkommen. Wir machen erstmal das Steinvorkommen, das ist wichtiger. Das ist dann der Steinbruch. Ne, das ist ja ein großer leider. Steinlager muss es sein. So, wo ist von der Seite aus der Eingang? Oh. Oder so rum. Geht nicht auch so rum? Hallo? So geht auch. Aber der Eingang ist dann auf der Seite. Oder wieder was? Nee. Das habe ich falsch. So. Dann könnte ich doch jetzt da die Windmühle... Aber dann kriege ich da keinen Weg mehr. Ne, wir machen das lieber so. So. Und dann müssen wir noch die Windmühle errichten, sonst bringt uns das Getreide gar nichts. Dann machen wir die Windmühle nämlich so. Ach, ich glaube, ich kriege da die Dings, die keinen Weg mehr nach. Ach, das ist eine dumme Idee. Ich muss einen Weg hier nach oben auch lassen. Das ist der einzige Durchgang, den ich hier habe. Das gehört mir ja noch nicht. Das kann ich mir auch nicht leisten, gerade zu wenig Geld. Okay, erstmal diese Besucher, bevor die abhauen. Die dürfen bleiben. Da muss ich mir noch gleich was überlegen, wie ich das am smartesten mache. Ich könnte es natürlich auch auf diese Seite setzen. Aber ja, dann ist das halt einfach so. Komm, dann ist das jetzt einfach so. So. Ich muss hier nach oben einen Durchgang lassen. Sonst komme ich da gar nicht mehr hoch. Und ich glaube, dass die Windmühle auch... Ja, die hat keinen negativen Effekt auf die Anwohner. Das heißt... Können die natürlich auch hier hinsetzen. Also eins, da brauchen wir drei, machen wir mal so. Und dann muss der Weg ja auch noch darunter gehen, so. Ja, das passt schon. Komm, da kommt hier die Windmühle hin. Dann kriegen wir da noch eine, dann können wir den Weg da... Der Weg muss nämlich da lang und dann da wieder hoch. Oder da wieder hoch, das geht ja auch. Wenn wir so machen, dann machen wir da... Kommt ein Gebäude rein, zack, dann geht der Weg da runter. Ja, komm, wir machen das jetzt so. Bam. Brauchen wir ja. Das bringt uns ja nichts. Ohne Windmühle können wir das nicht weiterverarbeiten.
Wir brauchen viel mehr Nahrung, Leute. Und zwar schnell. Die Fischerhütte. Wie viel Holz haben wir? 2 Holz. Das Sägewerk braucht massiv Priorisierung. Bitte bauen Sie sofort das Sägewerk. Weil danach können wir die Fischerhütte bauen. Und kriegen zusätzlich Nahrung. Kann es sein, dass auch eine Person des Adels arbeitet, welche die Arbeit verweigert? Meinst du, dass in einer der Gebäude eine Adelsperson, das könnte man ja hier über die Liste, oh warte, erst was ist das hier, die Weltkarte hatten wir jetzt ja neu. Jedes Reich hat seinen Herrscher, die alle ihre eigene Persönlichkeit, Aufträge und Belohnung haben. Wählt die Informationsschaltfläche an, um mehr über einen Herrscher zu erfahren. Ihr habt eine Beziehung mit jedem Herrscher und jede Herrscherin, die von euren Interaktionen beeinflusst wird. Manche Interaktionen benötigen eine bestimmte Beziehungsstufe. Zum Beispiel, um jemanden den Hof zu machen, müsst ihr erst Freunde werden. Ja, jetzt können wir sind ja ganz unten. Jetzt können wir hier jemanden raussuchen, den wir mögen. Wir hatten ja, glaube ich, schon mit einer, hatten wir, glaube ich, schon mal Kontakt. Und könnten da jetzt einen Boten entsenden. In ein Nachbarland. Dann lass uns doch mal hier. Ah, wir haben noch keinen verfügbaren Boten. Geht noch nicht. Müssen wir erstmal einen Boten machen. Aber da steht doch verfügbare Einheiten 5. Doch, eigentlich muss das doch gehen. Keine verfügbaren Boten. Naja, irgendwas muss ich nochmal. Achso, vielleicht habe ich da noch nicht das Gebäude. Ja, da muss natürlich jemand arbeiten. Na klar, da habe ich noch nicht jemanden reingesetzt. So, Emily Hill ist da jetzt drin. Guck mal, da geht sie schon rein. Die war ganz in der Nähe. Die hat nur drauf gewartet. Das ist ihr Traumjob. So, wenn wir jetzt nochmal auf die Weltkarte gehen, müsste es doch jetzt eigentlich möglich sein. Ja, jetzt können wir für 25 Gold haben wir jetzt den Boten entsendet. Und Erfolgschance 100%. 7, okay, aber mal gucken, was dabei rauskommt. So, da haben wir jetzt hier jemanden losgeschickt. Und wir sehen, wir müssen mal wieder ein neues Haus bauen. Auch das ist leider notwendig. Das bauen wir einfach hier hin. So. Wir müssen eigentlich auch mal so ein paar Verzierelemente noch überall bauen. Dass die Leute hier ein bisschen attraktiveres Gebiet haben. So, jetzt haben wir natürlich diesen nervigen Brunnen, der genau da steht, wo er nicht stehen soll. Aber so ist das jetzt halt. Damit das verbunden bleibt, müssen wir das so machen. Okay. Das Ding ist fertig. Da müssen jetzt Leute auch arbeiten. Das heißt, da packen wir jetzt 3 Leute rein. Wir müssen jetzt mal dringend uns um Nahrung kümmern. Oh Mist, wir haben direkt neue Besucher, aber das wird wahrscheinlich dauern, bis das hier fertig ist, auch wenn ich da jetzt die Priorität erhöhe. Mal gucken, ob das noch rechtzeitig was wird. Das Ding ist immer noch nicht fertig. Was fehlt denn noch? 25 Steine. Ja. Die kommen nicht hinterher mit den Steinen. Aber hier brauchen wir nur 10 Holz, also das sollte schneller gehen. Mit ein bisschen Glück wird die Hütte noch fertig und dann können wir beide Besucher mitnehmen. Und das Steinlager ist auch fertig. Wie viel Arbeit haben wir noch zur Verfügung? 1 nur. Ihr seht, es ist sehr wichtig, dass wir da neue Leute kriegen. Und wir müssen das hier auch mal anschließen an die Infrastruktur hier. So, das ist wichtig, dass wir hier neue Steine scheffeln. So, wie sieht das aus? 5 Holz. Da kommt er mit dem Holz, angepäst. Holz in einer Holzkiste. Und dann schaffen wir das vielleicht noch. In 2 Tagen reisen die Besucher ab. Mal gucken, ob wir bis dahin das Haus fertig haben. Dann können wir beide nehmen. Bin optimistisch.
Das müsste eigentlich klappen. Oh, reisen im einen Tag ab. Oh Gott. Schaffen wir es noch? Come on. Ja. Ja, sehr gut. Das haben wir beide. Hier wird schon das Korn ausgesät. Wir haben sehr viele offene Bauaufträge. Wir hinken wirklich ein bisschen hinterher. Was kaufen wir jetzt gut? Steine kaufen. Neue Nachricht. Ich weiß, dass es schwer sein kann, ein neues Reich zu gründen, also dachte ich, ich könnte euch mit einem kleinen Geschenk und einer Herausforderung unter die Arme greifen. Ach, das ist ja nett. Was kriege ich denn? Baut 6 Gehöfte. Was? 6 neue Gehöfte? Oh, 6 Stück? Das ist doch keine große Hilfe, aber okay. Nehmen wir an, diese Quest. Was habe ich hier eigentlich links? Habe ich da mittlerweile eigentlich da? Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Haben wir das schon fertig? Ja, ne? Nee, darf ich noch nicht. Baut 6 Gehöfte. Was ist das hier? Achso, das sind diese Vorratsdinger. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Aber die bleiben. Das Gute ist, selbst wenn die dann weggefressen werden, die Sachen, das zählt als produziert. Das heißt, das werden wir auch schaffen. Okay, gut, 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 gut. Oh, da ist wieder was Neues. Ah, guck mal hier, jetzt haben wir Winifred entdeckt. Ich grüße euch, Prinz. Wollt ihr mit mir sprechen oder sollten unsere Klingen das Reden übernehmen? Ja, also, 2 Möglichkeiten. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Bitte nehmt dieses Geschenk als Zeichen meiner Freundschaft. Ich kann dir Kohle schenken. Hat sehr positive Auswirkungen auf die Beziehung. Oder einfach, hi. Ja, Kohle ist schon echt wertvoll. Aber ich würde dir das jetzt einfach mal geben. Guck mal. Sie ist richtig happy. Und unsere Beziehung nähert sich dem grünen Bereich. Und ich kann ihr irgendwann den Hof machen. Ich kann mit ihr flirten. Umwerben kostet 40 Kohle. Habe ich gerade nicht. Aber ich kann schon. Könnte ich schon mit ihr flirten? Oh Gott, sollen wir es. Sie mag kämpfen. Sollen wir es probieren? Geflirtet. Stark. Und winken. Hallo. Ich glaube, das ist gut gelaufen. Ich kann das jetzt ja bestimmt nicht spammen, oder? Ich kann ja wahrscheinlich nicht jetzt die ganze Zeit flirten spammen. Achso, er ändert gar nichts. Okay. Was können wir denn hier? Eine Botschaft wird benötigt. Achso, wir müssen eine Botschaft einrichten. Okay. Ja, das kriegen wir schon noch hin. Haben wir noch einen freien Boden? Naja. Oh, guck mal, direkt die nächsten Leute. Sehr gut. Oh, guck mal hier. Wir sind ein großes Dorf. Hammergut. Also, wir kriegen 200 Gold. Das ist geil. Wir können eine Bäckerei bauen. Steinmetz, Straßentheater. Ach, das ist ja schön. Und eine Arena der Widrigkeiten. Da können wir Feinde herausfordern. Aber wir können jetzt Brot backen. Erstmal holen wir uns das Geld hier. So, pass auf, pass auf, pass auf. Wir müssen jetzt dringend neue Gehöfte bauen. Wo gehen wir denn am besten hin? Hier unten? Das ist doch eine gute Idee. Zack, Nummer 1. Bauen. So, was ist hier? Was ist denn mit dem? 15 Stein. Wir haben nicht genug Stein. Wir brauchen mehr Stein. Das heißt, wir können einen der neuen Arbeiter hier mal reinsetzen. So. Beeilt euch mal. Vielleicht sollte ich hier ein Lager bauen. Eine ganz gute Idee, oder? Hier ein Lager bauen. Wir machen das mal.
Lagerstätte. Das fühlt sich richtig an. Was? Wir sind nicht fertig. Zack. Hey. Hallo? Ich will ja nicht nur eins, ich will mehrere. Warum geht das nicht? Doch. So, genau. Jetzt haben wir's. So, da wird ein neues Lager gebaut. Wir können da die Steine lagern. Das ist wichtig. So, wir müssen mehr Nahrung, sonst verhungern wir. Leute. Sonst verhungern wir. Im Winter. So, das Gehöft ist fertig. Das ist ja wunderbar. Aber wir brauchen dringend... Vielleicht sollte ich manuell auf Nahrungsproduktion gehen bei den Gehöften. Ich sollte das manuell machen. Guck mal, wir haben einfach nicht genug Steine, obwohl ich das Sägewerk in Priorisierung gesetzt habe. Oh, das Ding wächst und gedeiht hier. Guck mal, diese gewaltige Bohnenranke. Die potenzielle Adelsperson in der Köhlerei. Ah, warte mal. Okay, danke nochmal für den Tipp. Genau, Köhlerei, potenzielle Adelsperson. Ach, das können wir übrigens ja auch hier über die Liste einfach ganz gut sehen, oder? Da. Da haben wir Lukas Garcia. Das ist doch super, oder nicht? Was ist das Problem? Ich glaube, das müsste passen. Kann die erste Farm nicht 10 Felder mehr haben? Kann sie? Oh ja, du hast recht. Oh, sehr gut aufgepasst. Sehr, sehr gut aufgepasst. Das ist sehr gut. Guter Hinweis. Sehr, sehr guter Hinweis. So. Können wir hier wieder, aber müssen wir das Holz opfern. Das gute Holz. Ja. Ist jetzt halt so. Sehr gut aufgepasst. Ich bin begeistert. Oh, neue Besucher. Herzlich willkommen. Bei mir, zu Hause. Wir können hier noch ein Haus bauen. So. Neben der Ranke. Kann mir keiner erzählen, dass das nicht der geilste Platz überhaupt ist, neben so einer Ranke zu wohnen. Dann können wir noch mal ein bisschen was verschönern. Warte, hier sowas. Oh, das Straßentheater. Plus 20 Attraktivität. Wie groß ist das Ding? Ja, hier ist Quatsch. Da haben wir gar nicht genug. Obwohl, warte mal, jetzt haben wir den Bauernhof ja hier nicht gebaut. Könnten wir natürlich hier hinsetzen. Oder da. Und hätten dann natürlich hier super, das Supergebiet. Und dann könnten wir auch diese Eisenmine hier vielleicht verschmerzen. Ansonsten hier und dann nach hier hinten raus ist auch nicht schlecht. Wenn wir das dann, würden wir das hier machen? So? Na, will er nicht hier, hier würde gehen. Ja, könnte man auch dann hier so hinsetzen. Aber wir haben zu viele Bauprojekte gerade noch. Erstmal ist wichtig, dass hier die Fischerhütte und alles fertig wird. Das ist mir jetzt wichtiger. Ich wollte eigentlich hier, genau, das ist auch noch neu hier, ne? Das Heldenquartier hat, kostet aber halt 10 Bretter. Und die Bretter sparen wir uns auf, natürlich für die nahrungsproduzierenden Gewerke. Später gibt es hier übrigens auch noch so Mauern, ne? Warum war meine Großstadt? Ich wollte hier so mal
Was haben wir denn hier Feines? Guck mal, wir können hier zum Beispiel einfach so ein... Guck mal, so ganz süß. So ein Bäumchen, jetzt ein bisschen eine Zypresse. Die beseitigt den Gestank der Köhlerei. Und was haben wir noch? Dann, die kosten ja nur ein bisschen Geld. So ein Grünweinbaum. Hier haben wir die ganzen schmal. Guck mal hier, das ist doch voll schön. Ist doch schön. Zufriedenheit ist bei 67. Oh, wir müssen ja auch noch ein neues... Ah ne, das Haus wird gebaut. So, wir brauchen mega dringend... Jetzt habe ich da in der, im Sägewerk auch endlich jemanden drin. Wir brauchen mega dringend mehr Bäume. Mehr Bretter. Das muss schneller gehen. Vielleicht sollte ich nochmal... Hier... Ja, mit so viel Geld, wir können jetzt ja auch ein neues Territorium erwerben. So, und zwar können wir hier im Norden noch eine Holzindustrie machen. Oder wir brauchen ja auch mehr Steine. Hier ist ein großes Steinvorkommen. Und vor allem, was ist denn das da für eine Ruine da eigentlich? Kommen wir da überhaupt ran? Das Problem ist, ich müsste das dann auch kaufen. Weil... Ich kann gar keine Straße bauen, oder? Ich glaube doch. Gerade eben so. Da hätten wir natürlich das Steinvorkommen und wir könnten hier mehr Holz bauen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Komm, das kaufen wir jetzt mal. Und was ist mit dem Haus? Das muss hier mal fertig werden, damit wir die neuen Besucher willkommen heißen können. Sollten wir hier mal eine Priorität aktivieren. Die gehen nämlich sonst bald wieder unverrichteter Dinge. Ah, ich bin auf Pause. Warum habe ich das denn gemacht? So. Jetzt können wir, glaube ich, hier den Weg runter machen und dann kann ich da nämlich, da ist jetzt das große Steinvorkommen. Das bringt uns, glaube ich, ein ganzes Stück weiter. Weil... Da. Das ist der Steinbruch. Ich glaube, das ist schon gar nicht so doof. Ich weiß nicht, was das da unten ist. Eine Ruine. So. Ist das fertig? Ne, es ist gleich fertig. Reisen in 3 Tagen ab, das schaffen wir. Bob, Bob. So, Haus ist eröffnet. Und wir können beide willkommen heißen. Sehr gut. So, das hier, was kostet das? 20 Bretter, ne? Ja, ihr seht, Bretter sind gefragt in diesem Fortschrittslevel. Okay, kommen wir da so rüber? Naja, doch, hier können wir auch rüberkommen. Dann machen wir das doch so. Und so. Was haben wir hier? Wait, is that my old house? I left my retainer in there. Was können wir damit jetzt machen? Ah, da müssen wir die Helden hinschicken. Alles klar, wir können ja so eine Heldenstube bauen. Und ey, Fichtenelch. Habe ich schon Danke gesagt? Danke, Fichtenelch. Ich mag ja deinen Namen, weißt du ja, ne?
Oh, hier. Holzfäller berichten, dass einer von ihnen versehentlich auf eine Fee getreten sei. Das kleine Ding war eher verängstigt als verletzt, aber es scheint etwas in den Wäldern erweckt zu haben. Okay, was soll ich machen? Spenden 5 Edelmut? Ich muss Edelmut, ja, okay. Haben wir ja noch gehabt. Keine Ahnung. So. Wir brauchen den Bäcker, wir brauchen... Ah, die Mühle wird auch nicht fertig. Was fehlt jetzt? Die Steine. Und die Bretter. Ich muss dringend mehr Holz haben. Das bauen wir jetzt hier unten noch. Ich baue jetzt hier noch eine Holzindustrie. Das heißt, wir machen... da ist ein Weg. Ja, muss reichen. So, dann... Wir brauchen das jetzt alles. Wir bauen ein Holzfällerlager. Das bauen wir hier. Holzfällerlager. Aber... Ja, so, dass wir da den Weg noch lang machen können. Das ist wichtig. Holzfällerlager. Und den Förster wollen wir auch, auf jeden Fall. Förster. Bauen. Sehr gut. Dann bauen wir hier auf jeden Fall ein Lagerhaus und ein Sägewerk. Und das Sägewerk kommt hier hin. Dann die Besucher willkommen heißen. Hallo Leute, dann ein Lager. Das hier, die Lagerstätte, bauen wir dann dahin. Und, ey. Hallo? Da und da. So, und jetzt bauen. Sehr schön. Das sollte doch funktionieren. Wir brauchen mehr Bretter. Das dauert zu lange. Warum seid ihr so langsam? Beeilt euch. Seid ihr etwa unzufrieden? Und ich muss auch dringend ein neues Haus bauen. Weil ich sonst keine neuen Leute beherbergen kann. Und nichts ist schlimmer, als Leute abzuweisen, die man eigentlich willkommen heißen möchte. So, hier oben hatte ich gesagt. Zack. So, der Förster ist tatsächlich schon fertig. Das ging schnell. Guck mal, das ist schon fertig. Das ist super. Boah, das kostet 30 Holz. Puh. Eieieiei. Also sind immer noch eigentlich relativ am Anfang, ne? Da kommen noch so viele Sachen. Ihr seht, das hat einen sehr, sehr krassen Umfang. Ich habe es zu Beginn des Streams schon mal gesagt, dass ich finde, das ist ein sehr geiles Switch-Spiel. Ich spiele es jetzt ja auf der PlayStation. Ich habe es auf PC ja auch schon gespielt. Und ich finde halt, diese Art Spiel, dieses Genre, das gibt es nicht so oft für Konsolen. Und klar kann man das auch zu Hause auf der PlayStation oder Xbox gemütlich zocken, aber auf der Switch so zum Rumtragen in der Bahn oder irgendwo, wo man halt wartet und so, ist das, glaube ich, auch echt ein perfektes Spiel dafür. Die Reaction mit Eddie zu Royal Beef haben wir noch nicht gemacht, das haben wir so ein bisschen hinten rausgeschoben.
So, wir bauen diese neue Hütte hier. Macht mal. Und wir brauchen mehr Holz. Jetzt hängen wir hier so ein bisschen hinterher. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil wir haben schon Herbst und ich habe viel zu wenig Nahrung. Ich habe ein bisschen Angst. Wir haben zwar 143 Getreide, aber was bringt es mir? Ohne Bäcker und ohne Windmühle. Gar nichts. Ich habe zu wenig Fokus auf Nahrung gelegt. Das hätte ich anders machen müssen. Das war ein Fehler. Müsste eigentlich, jetzt ist es eh zu spät. Ich glaube, ich hätte früher einen dritten Bauernhof bauen müssen. Ich befürchte, dass dafür werde ich noch bezahlen. Und die Fischer kann ich leider nicht bauen, weil ich zu wenig Bretter habe. Das Sägewerk ist ein bisschen langsam. Ich darf auch leider nur einen da reinsetzen. Wir kennen es von nichts und nicht anders als im Winter zu verhungern. Ja, da hast du natürlich leider recht. Ey, was ist hier mit dem Haus? Wir können noch nicht. Baut mal das, muss hier. Wir haben neue Leute, die hier ankommen. Neue Leute sind halt auch hungrige Mägen, ne? Deswegen ist die Frage, ob es jetzt überhaupt smart ist. Ständig neue Leute anzunehmen. Da vercheckt man mal seine Arbeitsplätze hier. Wie sieht's denn hier aus? Mit unseren Leuten. Kohle ist auch ein Problem, ne? Müssen wir eigentlich noch eine Köhlerei bauen. Also. Aufgaben über Aufgaben. Bauen nochmal direkt eine Köhlerei, sonst haben wir im Winter ein massives Problem. Die passt doch hier sehr schön hin. So. Ja, dann machen wir hier die Straße. Können wir sogar noch eine zweite Köhlerei hier reinsetzen, glaube ich. So, wenn das hier nicht fertig wird, dann muss ich zum ersten Mal die Leute abweisen. Aber vielleicht ist das nicht schlecht, weil wir haben zu wenig Nahrung. Ich habe mich zu wenig darum gekümmert. Oh Mann, die Bretter. Die Windmühle muss auch priorisiert werden. Und dann muss ich ja auch noch einen Bäcker bauen. Sonst bringt mir das ja alles nichts. Hier. Plus 5 Attraktivität des Gebietes. Oh, das wird direkt dadurch aufgewertet. Hier sieht man wegen der Bäume nicht so gut, wie mein Bauplatz hier ist. Das ist besetzt, das könnte ich dann. Sollte schon eigentlich irgendwo in der Nähe sein, ne? Setze ich dich hin. Hier ist fast verschwendet. Der müsste besser ins Gebiet mit rein, direkt. Vielleicht so. Komme ich nicht mehr an dem Dings, das ist aber nicht schlimm. Pass auf, dann setzen wir den hier hin. Den Bäcker. Der eigentlich immer noch kurze Wege dann, oder? So. Wird eh alles nicht fertig. Dann müssen wir, glaube ich, hier noch einen Weg ransetzen. Hier an die Stelle. Ah, ne, ist schon. Ah. Doch, da ist schon ein Weg. Okay, sehr gut. Und
Und ich dachte dann... Oh, was jetzt? Es wird Zeit, endlich mal zu feiern. In schweren Zeiten kann ein Fest dabei helfen, dass sich alle etwas zusammenreißen. Wenn alles gut ist, macht ein Fest noch mehr Spaß. Was haben wir schon zu verlieren? Also lasst uns feiern, lasst uns feiern, lasst uns feiern. Achso, jetzt können wir uns aussuchen, ob wir für 100 Mark feiern wollen oder für 5 Edelmut. Ja, dann feiern wir mal. Na, Edelmut ist, haben wir. Wir feiern für das Geld. Und die müssen die Zufriedenheit auch jetzt haben, weil jetzt wird's Winter. Und jetzt werden alle verhungern. Wie es halt immer so ist, wenn man sich nicht um Nahrung rechtzeitig kümmert. Wie ich das jetzt leider auch nicht getan habe. So, jetzt ist die Frage, ob ich die jetzt hier aus dem Bauernhof einfach mal rausnehme. Machen wir aus der Liste. Ja, noch habe ich ja genug Arbeitslose auch, aber... Das ist alles so... Jetzt Fische haben wir auch nicht. Ist der jetzt gefroren, der See? Ich glaube ja... Die einzige Chance, jetzt nicht zu verhungern, ist entweder irgendwo noch was zu kaufen, Handel zu treiben. Wie sieht's denn aus mit der Weltkarte? Ich könnte ja vielleicht... Wir sind doch jetzt Buddies. Könnte ich da jetzt nicht nochmal jemanden schicken, den Boten? Was ist hier mit Handeln da? Nein, ich muss eine Botschaft haben. Ich fürchte fast, ich muss erstmal den Boten entsenden. Ja, wir müssen einfach die Standardansprache nehmen. Ich brauche da eine Botschaft. Und sobald ich da eine Botschaft habe, kann ich handeln. Aber ich nehme an, da muss ich dann noch ein bisschen Freundschaftsdienste leisten, bis ich da eine Botschaft habe, oder? Wie sieht das aus? Und dann könnte mir das das Leben retten. Ich hätte einfach viel mehr Nahrung. Das war ein Fehler. Die hacken hier auch einfach nur noch rum. Das muss hier endlich fertig werden. Leute, versteht ihr nicht, wie wichtig das ist? Wir haben doch hier 6 Bretter. Die Mühle muss fertig werden. Ja, yeah, die Mühle wird fertig. Oh, schaffen wir das? Und jetzt noch die Bäckerei. Come on. Oh, vielleicht schaffen wir sie doch. Ach, ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, neue hungrige Mäuler unterzubringen. So ist es halt. Da, guck. Oho, schau. Ja, siehst du? Das Ding ist fertig. Da kommen jetzt mal... Wie viele Arbeiter haben wir noch? Genug. Einer wird jetzt hier schön mal zum Müller. Und der hat ja richtig viel Getreide, also der kann super loslegen direkt. Und hallo Mr. Trick. Ja, komm, let's go. Das schaffen wir easy, ist gar kein Problem. Jetzt muss ich die Besucher erstmal abweisen. Ich will erstmal... Ja, sorry Leute, ja, es tut mir leid, wir können euch nicht... Ich muss erst mit dem Weltereignis. Mitleidsgeschenk. LOL. Die Kunde von euren erschöpften Lebensmittelvorräten hat meine Hallen erreicht und ich fühle mit euch. Auch ich hatte mit der Organisation eines Königreiches zu kämpfen, als ich damit anfing. Ich hoffe, dieses Geschenk kann euch helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Und darf ich vorschlagen, vielleicht ein paar weitere Lebensmittelquellen zu erschließen, Sie Idiot? Nehme ich gerne an. Ja, was? Nein, abbrechen. Abbrechen, bestätigen. Das Abbrechen, abbrechen. Was? Was habe ich jetzt hier? Was habe ich jetzt hier genommen? Was ist das? Ach! Das ist die Lebensmittelsendung. Glaube ich. Ja, die breche ich doch nicht ab. Bin doch nicht lebensmüde. Das kommt hier irgendwo hin. Ist ja noch mal ein bisschen Platz hier vielleicht. Hier vielleicht. Ja, geil. Huiuiuiui.
Und hiermit verkünde ich, dass ich, euer Herrscher, ganz alleine, ohne fremde Hilfe, es geschafft habe, das sich anbahnende Nahrungsmittelproblem zu lösen. Ich und nur ich und niemand anderes wäre dazu in der Lage gewesen, so preiset meinen Namen, benennt eure Kinder nach mir und lebt euer Leben glücklich und mit vollem Bauche und in der Gewissheit, dass ich, euer Anführer und Herrscher, nichts anderes für euch wünsche als Frohsinn und Glück. Ich war gerade kurz von dieser Bohne ganz beeindruckt. Da kann ich irgendwann einen Helden hochschicken, glaube ich. Trotzdem will ich sofort die Bäckerei fertiggestellt sehen. Hier ist auch noch nichts passiert. Steine fehlen auch. Was ist denn hier? Haben wir da schon jemanden? Nee, das ist vielleicht auch ein Problem. Wenn man einfach niemanden... Der Steinbruch braucht auch ganz viel. Eieieiei. Da muss ja auch erstmal einer drin arbeiten, sonst wird das ja nix. Naja. Also. Wie ich finde. Ich habe nichts falsch gemacht. Was? Nein, ich habe nicht genug Häuser gebaut. Oh, ärgerlich. Das haben wir aber geschafft. Ah, das müssen wir noch machen. Können wir mal das Fenster ein bisschen kleiner machen. Wir werden auf jeden Fall überleben. Das ist das Wichtige. Und dann kommt hier auch demnächst unsere, schaut mal, nur noch 8 Bretter und wieso denn 25 Stein? Ich habe doch eine Priorität eingeräumt. Oh, ich glaube, wir können direkt neue hungrige Mäuler aufnehmen bei uns. Kohle ist auch bald alle. Was ist denn mit dem zweiten Kohlemeiler? Wird auch nicht fertig. Leute, ihr müsst ein bisschen mehr euch anstrengen. Wir haben 2 Mehl, ich vermelde, das erste Mehl ist produziert. Wir haben 2 Mehl, Achtung, Achtung. Was ist mit der Bäckerei? 7 Bretter und 10 Stein fehlen noch, sehe ich das richtig? Das wird auch möglich sein, los, beeilt euch. 4 Mehl sind bereits produziert. Yes, das heißt, sobald hier ein bisschen was rangeschafft wird, können wir endlich den Bäcker einstellen. Hier, Leute, ihr müsst euch beeilen. Warum seid ihr denn so langsam? Die Sägewerkenden, die mit denen bin ich nicht down. Naja. Also. Wir machen mal ein bisschen schneller, dass wir hier vorankommen. Mit dem Nahrungsmittel ist immer noch ein Problem. Wir sind noch nicht über den Dampfer, aber wieso über den Damm? Leute, ihr müsst endlich mal den Bäcker. Wir haben schon 12 Mehl. Beeilen Sie sich doch. Ich habe dem oberste Priorität eingeräumt. Oh, der Kohlenmeiler wurde auch fertig. Das ist gute Nachricht. Der war hier. So. Da muss sofort jemand arbeiten. Haben wir gemacht. Diese Schweine interessieren mich auch. Ja. Was ist hier mit dir? Das dauert ja. Das ist einfach unglaublich. Kohle ist alle. Die Leute frieren. Es muss bitte sofort Frühjahr werden. Sonst erfrieren uns die Leute. Der Kohlemeiler ist auch leider sehr langsam. Oh, wir können neue Leute aufnehmen. Wir haben derzeit kein Grundstück gebaut. Wir nehmen die. Ich kann nicht mehr. Ich habe nur. Ja. Wir müssen neue Häuser auch bauen. Warte, machen wir ein bisschen langsamer wieder. Oh, da ist eine Nachricht erschienen.
Gestohlene Bretter, kaum zu glauben, was manche einfach so wegwerfen. Ich habe beim Hausbau meiner Familie diese Bretter herumliegen gesehen. Was für eine Verschwendung. Um. 40 Bretter für 200 Öcken. 40 Bretter für 10 Edelmut. Ja, ey. Woher weißt du denn, dass ich Bretter brauche? Gib mir sofort die Bretter. Hier. Ach, guck mal, das ist wieder, wenn das leer ist, ist das weg. Ist das dann schlau, die da zu bauen, wo man das braucht? Wenn die danach wieder weg sind? Ja, da brauche ich nur noch 4. Da brauche ich nur noch 4. Da brauche ich noch 3. Hier brauche ich die eigentlich dann alle, oder? Vielleicht ist es am schlauesten, die dann hier hinzustellen. Wahrscheinlich ist es am schlauesten. Weil hier habe ich jetzt ja die paar Bretter müssen doch jetzt schon eigentlich unterwegs sein. Oh, da ist wieder ein Ereignis. Ja. Baut, produziert und expandiert. Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit, einen passenden Partner zu finden, doppelt so hoch ist, wenn euer Reich eindrucksvoll und erfolgreich ist. Was sagt ihr dazu? Ihr seid die Experten. Was soll ich machen? Bauen, was nötig ist. Baut 6 Gehöfte, baut 3 Lebensmittelproduktionsstätten, baut 3 Produktionsstätten. In 90 Tagen. Ja, das kriegen wir schon hin. Was ist die Belohnung? 10 Edelmut. Bei Misserfolg minus 10 Edelmut. Ja, das ist, glaube ich, machbar. Das ist, glaube ich, machbar. Weil wir eh schon... sehr viele Sachen in Auftrag gegeben haben. So, jetzt kann direkt wieder Nahrungsmittel produziert werden. Was ist hier los? Bäckerei, Bäckerei. Geben Sie mir bitte sofort... Ja, schreitet voran. Da fehlen halt noch die Steine. So. Das ist auch bald fertig. Come on, was ist denn jetzt hier los? Warum? Ich mache jetzt so lange schneller, bis der Bäcker fertig ist. Ich kann es nicht ertragen. Wir haben bereits 20 Mehl in den Mehllagerhäusern. Oh, noch, jetzt fehlen noch ein paar Steine. Ich habe doch 20 Steine. 5 Steine fehlen noch. Bald ist der Bäcker fertig. So, ich sollte die Zeit nicht zu schnell... Ich sollte auch nutzen die Zeit, um, ganz wichtig, Gehöfte zu errichten. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Wir könnten hier noch, jetzt hatte ich ja eigentlich gesagt, ich will hier noch ein bisschen was bauen. Aber hier ist ja auch noch ein bisschen Platz. Das kann man ja dann noch schöner machen hier. So. Bauen. Straße. Straße, Straße. Jetzt könnten wir, wenn ich hier... so mache. Zack, dann zack. Dann machen wir so. Bauen. Das passt doch alles ganz vortrefflich. Dann machen wir hier die Straße nämlich weiter. Jetzt ist das verbunden. Und hier können wir jetzt noch 2 hinsetzen, oder? Warte. Nö, da brauche ich aber auch eine Straße. Dann würde das hier ein bisschen, was könnte ich denn da noch bauen? Hier ist noch so ein Viererblock dann. Könnte ich vielleicht noch irgendein anderes Gebäude hinsetzen. Oder ich mache halt ein kleineres Haus. Das müssen ja nicht, die müssen ja nicht immer so voll sein. Eigentlich.
reicht ja so auch vollkommen. Das ist, passt schon so. Und dann gehen wir hier hin. Da lassen wir jetzt einen frei. Und der kriegt wieder ein großes Gebiet. So. Ja, das ist doch okay. Dann machen wir die Straße. Hier verbinden wir die. Sehr gut. Und so. Das ist okay. So, jetzt haben wir da ein bisschen Wohnungen errichtet. Ja, das müssen wir nämlich auch machen, weil da reisen mir gleich die Leute sonst wieder ab. Guck mal, da oben habe ich schon wieder Angebote. Die kann ich gar nicht annehmen, ohne dass da die Häuser fertig sind. Aber da unten wird das erste Häuschen gebaut. Das heißt, sehr gut. Herzlich willkommen in eurem neuen Zuhause. So, ich habe immer noch keine Nahrung. Der Bäcker! Yes, der Bäcker ist fertig. Ganz schnell hier einen Bäcker einstellen. So, Olivia Ortiz. Ortiz. Du bist jetzt die Bäckerin und damit hast du so ungefähr den verantwortungsvollsten Job von allen. So, und jetzt bitte sofort die Fisch... Ja, die Fischerhütte ist gleich fertig. Oh, Leute, jetzt geht's voran. Nie wieder Nahrungsprobleme. Jetzt haben wir noch einen Fischer. Ab jetzt wird's richtig gut. Oh, warte. Bless them. Ja. So, oh, hier, pass auf. Wir können handeln. 30 Steine gegen 125 Gemüse, 5 Edelmut gegen 100... Wie viel Edelmut haben wir denn? 15. Ja, wir machen das. Reicht jetzt hier, finde ich. Reicht. Danach muss unsere eigene Lebensmittelindustrie wieder am Laufen sein. Vielleicht war das aber auch sehr töricht von mir. Viel zu optimistisch eventuell. So, jetzt haben wir hier nämlich... Wie viel Arbeit haben wir noch frei? 3 Stück, das ist perfekt. So, bam, 3 Fischer. Kommt, setzt euch in die Boote. Hier sind 3 verschiedene Fischschwärme. Die könnt ihr jetzt mal richtig... Hoffentlich nicht ausrotten. Das wäre natürlich fürchterlich, wenn die sich nicht regenerieren. Guck mal hier, da geht's los. Alle 3. Das sieht aus wie in so einem kleinen Freizeitpark. Wo man diese kleinen Boote immer so... Hier. So, jetzt geht's richtig nach vorne, Leute. Ein ganz, ganz kleiner Hungerwinter war zu überwinden. Aber das haben wir geschafft. Jetzt gucke ich mal auf die Weltkarte. Ist eigentlich unser Abgeordneter ist immer noch nicht da. Oh, wir sind schon im grünen Bereich. Das ist gut. Das ist gut, oder? Weiß noch nicht, wie ich jetzt eine Botschaft kriege. Können wir nochmal flirten? Wir sind schon im grünen Bereich. Wir brauchen Kohle, um sie zu umwerben. Also ich finde, wir haben uns hier so richtig schön... Fischköder, Willi, das bin ich bei der Arbeit, ja. Wir haben uns richtig schön wieder zurückgekämpft. Aus dieser unangenehmen Situation. Wir haben sogar 2 Brote jetzt schon, guck mal. Brote müssen sehr wertvoll sein. Der Produktionsprozess eines Brotes ist so aufwendig. Das wäre völlig lächerlich. Wenn die nicht ein bisschen mehr wert sind. Aber sind die nicht auch in der Taverne hier, die Brote? Huch, Verzeihung. Da, Taverne. Ja, Brote, ne? Guck. Und Fische. Brot und Fisch. Haben wir beides jetzt. Klasse. Und hier haben wir auch noch wieder Fischmöglichkeiten. Guck mal, hier sind auch noch 2 Schwärme. Wieso nicht direkt hier eine neue Fischerhütte bauen? Da. Guck mal. Das ist nämlich auch ein anderes Gewässer. Das machen wir am besten. So. Und dann noch einen kleinen Weg.
Oh no. Ist nah am Wasser. So, na gut. Nicht besonders schön, aber es funktioniert. Jawohl. Nie wieder Hunger. Was ist mit der Eisenmine? Können wir die mittlerweile auch schon in Auftrag geben? Eisensteinbruch. Erst bei einem Städtchen. Okay, aber wir haben zumindest schon mal ein Vorkommen gesichert. So. Was haben wir hier bei unseren Zielen? Da müssen wir noch 2 Gehöfte, eine Produktionsstätte und eine Lebensmittelproduktionsstätte noch bauen. Das dürfte dann die zweite Fischerei sein und 2 Gehöfte noch. Das ist gar kein Problem. Die können wir ja auch schon mal hier in Auftrag geben. Hier ist doch ein guter Ort für so ein Gehöft. Number one. So. Ist hier noch Platz? Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier noch... Ich weiß nicht, ob das so smart ist. Eigentlich würde ich gerne hier noch erstmal einen Weg machen. Hier an der... So. Ja, ist mir schon wichtig, dass da ein Weg ist. Ja, müssen wir jetzt einmal leider machen. So, dass sie da durchkommen. Ist schon nicht so unwichtig. Dann können wir hier hinten weiterbauen mit den Gehöften. Ja, müssen wir dann irgendwann auch nochmal dafür sorgen, dass hier eine etwas attraktivere Wohngegend wird. So, aber dann haben wir das Questziel auch erreicht. Zack, und ein Produktionsgebäude, glaube ich, müssen wir noch bauen. Aber das ist auch kein Problem. Da würde ich zum Beispiel noch eine Köhlerei einfach bauen. Die bauen wir sowieso. Die ist hier... Komme ich da ran? Oh ja, perfekt. Perfekt. So, dann ist die Quest sogar geschafft. Herrlich, das ist auch bald fertig. Jetzt haben wir 18 Bretter. Oh, die haben keinen Brunnen in ihrer Nähe. Oh, 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 oh. Das ist eine wichtige Information. Tatsächlich, der Brunnen ist hier nicht mehr in Reichweite. Das ist gut, dass du mir das gesagt hast, liebes Spiel. Dann ganz schnell nochmal einen Brunnen bauen. Aber wo? So? Müsste reichen, oder? Hat der da noch Wasser? Der braucht alles Wasser. So reicht. Glaube ich. Wird schon passen. Brot fließt in rauen Mengen den Gaumen runter. Das ist doch großartig. 2 Fischerhütten jetzt. Brauche ich überhaupt noch einen Bauernhof? Aber wenn ich jetzt weiter die ganzen Leute mal aufnehme, dann wahrscheinlich irgendwann schon. Aber es muss ja auch unsere Siedlung wachsen, ne? Das ist ja auch wichtig. Damit wir die nächste Zivilisationsstufe erreichen, sozusagen. Wir können hier nochmal... Wie viele Leute haben wir noch? 2 Arbeitslose. Dann setzen wir nochmal einen hier rein. Wobei wir hier auch gleich noch wieder... egal. Passt schon. So. Also ich würde mal sagen, die Perspektive ist glorreich, die wir hier haben. Den Leuten geht's gut. Da haben wir wieder saftig Steuern ins Säckelchen bekommen gerade. Ja, ist doch Hammer. Ich finde an der Stelle... Oh, warte.
Uns gehen langsam die Ausreden aus, um den Mangel an Fisch bei unseren wöchentlichen Treffen zu erklären. Das wirft nicht nur ein schlechtes Licht auf uns, die oberen Fabelinge, sondern auch auf euch als unseren Herrscher. Beendet diesen Teufelskreis der Demütigung sofort, wir brauchen Fisch. Ja, lol, das ist doch perfekt. Ist doch genau das, was ich gerade mache. Entschuldigen Sie bitte. Sehen Sie denn nicht, dass ich hier gerade die zweite Fischerei errichte? Sie törichter Questgeber. Die werde ich mir ja sowas von schnappen, diese Quest. So, machen wir mal Pause. Im doppelten Sinne. Leute, das ist Fabledom. Fabledom ist ein wunderschönes Spiel, was schon vor langer Zeit, was lange, so lange auch nicht, aber vor einiger Zeit, auf PC kam. Wir haben es ja auch hier gezockt. Auf PC. Und jetzt gibt es das für Konsolen. Für Xbox, für PlayStation, für Switch. Wir haben heute auf der PlayStation gespielt. Und es ist ja immer so ein Ding mit Aufbaustrategiespielen auf Konsole. Da gibt es erstens nicht so viele Titel. Und zweitens ist dann immer die Frage, wie ist die Umsetzung gelungen? Ich muss sagen, sie ist sehr, sehr gut gelungen. Ich habe nicht das Gefühl, irgendwelche Abstriche machen zu müssen zur PC-Version. Und das Ganze steuert sich easy peasy mit dem Pad. Das bedeutet, ihr könnt es auch auf der Switch, wie gesagt, to go spielen. Was perfekt dafür ist, finde ich. Ich muss es mir auch mal für die Switch besorgen. Das ist wirklich richtig gut für unterwegs. Und wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, dann könnt ihr sehr gerne einmal Ausrufezeichen Fable bei mir in den Chat schreiben. Das ist ja der Bot. Da schickt euch einen schönen Link. Oder ihr geht einfach auf Twitch auf die schöne Grafik, die da auf der Kanalseite ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Mir macht es wirklich Spaß. Und ja, wie gesagt, ich brauche nochmal eine Switch-Version. Das Ganze war heute eine Kooperation mit Dear Villagers, worüber ich mich sehr freue, weil das ein Titel ist, den ich eh sehr mag. Und das sind immer die besten Zusammenarbeiten, wenn man was präsentieren darf, was man sowieso gerne mag und auch gerne spielt und gerne zeigt. Ja, probiert es aus, wenn ihr Konsolen habt und Bock habt auf Aufbaustrategie. Das ist Fabledom. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Macht's gut, Leute. Tschüss und auf Wiedersehen.